In ganz Deutschland wärst du unpünktlich, wenn du nicht schon 5 Minuten vorher vor der Tür wartest. Das stimmt allerdings. Hallo, Josh. Die Stimme bei allen gleich höher gehen. Hallo, Josh. Guten Abend. Guten Abend. Ich bin voll toll, Josh ist da. Josh ist mein bester Freund. Ich wollte euch nicht mehr nett. Oh Gott, da muss ich an so einen GTA-RP-Stream denken, wo eine Nerd-Dame gespielt hat mit ja. Zahnspange und riesengroßer Brille, Pickel-Gesicht und so weiter. Und ich ganz die Zeit jung liegt, bin ich halt. Und sie ist dann halt zu einem guthabenden, also einem wohlhabenden Mann gegangen. Und dann so, sagen Sie, haben Sie eigentlich schon eine Frau? Nein, warum fragen Sie? Nun ja, wie sage ich das jetzt? Also, ich begehre sie. Die Vorstellung ist schon schön. Die Vorstellung ist schon Premium-Roleplay, Alter. Ah, ist so. Ist so. Ich hab 3 Tage lang auf dem Server gespielt, danach war es mir zu hardcore, aber naja. Was? Okay. Ja. Okay. Also hardcore im Sinne von ja, ja. Spielmechanisch und so, die wird halt nichts geschenkt. Schön, haben wir uns alle also, schon mal gefreut. Wir machen das jetzt so wie immer, ne? Wir reden jetzt eine halbe Stunde lang über was anderes, dann eine Minute lang Utonio und dann wieder eine halbe Stunde lang über was anderes. Ja, da sehe ich uns. Deine Denkweise gefällt mir. Ich mache mir jetzt übrigens nicht die Mühe, das selber aufzumachen. Ich habe mir das gestern schon mal durchgelesen. Ach, du hast gespickt. Ich habe nicht gespickt. Ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, damit ich nicht wieder so zusammenhanglos durch die Gegend klappe. Weil jetzt habe ich mir vorher Gedanken gemacht und palabra dann zusammenhaltlos durch die Gegend. Stellst du etwa meine Integrität und mein Handeln in Frage? Hältst du es für nicht? Du warst nicht gefragt. Aber danke. Jetzt, schön, dass wir die Lager schon mal vorher abgeklärt haben. 2 gegen Sayer, ne? Die neue Sitcom, jetzt auf Pro7. Auf jeden Fall ein Format, das ich mir merke. Vom Schulhof? Namen drin, nee, übrigens. Was vom Schulhof? Na, alle gegen dich. Weißt du, ich hatte mal. Nein. Zu meinem Geburtstag. Hatten wir eine Gruppe gemacht, wo dann halt alles organisiert wurde mit Freunden und so weiter. Und ganz am Anfang hieß die Gruppe einfach nur Geburtstagsgruppe. Jetzt heißt die Gruppe Alle gegen Luis. Finde ich gut. Ja, ne? René hat Corona. René, gute Besserung. René, Glückwunsch. Geimpft. Oh. Dreifach, zehnfach, 20-fach. Ja, ich glaube, René war schon geimpft. Gute Besserung. Ja, läuft bei dir. Er hat auch schon alle zukünftigen Impfungen. Wie war die Arbeit? chaotisch? Vor allem gegen Ende, als ich dann wieder den LKW komplett geladen hatte, ich den gerade zumachen wollte, mein Meister mit dem Chef telefoniert, mich anguckt und so diese Halsabschneidegeste macht. Und ich ganz genervt die ganzen Ratschengurte wieder wegwerfe, mich da hinstelle und ihn einfach nur angucke, bis die nächste Anweisung kommt. Und er einfach sagt, nee, musst du wieder abladen. Die haben angerufen, die Baustelle verschiebt sich um 2 oder 3 Tage und die haben am Betrieb wohl kein Fahrzeug, was Paletten abladen kann. Dann habe ich den kompletten LKW wieder abgeladen. Das ist mal wieder so eine richtige Sisyphos-Arbeit. Ja. Das fällt denen nicht mal früher ein, oder? Nee, richtig. Das fällt denen dann ein, so einen Tag, bevor wir es denen schicken. Geil. So, das wäre morgens früh direkt, wäre das weggeliefert worden. So, und wann? Wir mussten da vor allem hinterher telefonieren. Wir haben da 2 bis 3 Stunden investiert, um bei denen einen zu erreichen. Das musst du dir mal geben. Sag mal, welcher Baustellenleiter hat eigentlich keinen verfickten Gabelstapler oder so parat, wenn er weiß, okay, wir kriegen morgen eine Lieferung? Ja, gut. Sein, der kennt einen. Den hätte ich grün und blau geschlagen. Aber hart an der Grenze würde ich durchgehen lassen, wenn es heißt, so ja, die Maschinen sind halt alle unterwegs, die sind halt alle nicht im Betrieb, weil die alle auf Baustellen irgendwo stehen. Würde ich durchgehen lassen. So, eigentlich sollte die Lieferung nämlich auch zur Baustelle. Und dann mussten wir halt, wie gesagt, in diesen 3 Stunden hinterher telefonieren, ob das nicht auch bei denen im Betrieb kann, dass dieses Zeug versorgen und wir es einfach los sind, weil es ist ja alles schon geladen. Nein. Das ist nicht, nein, nein. Das kann man von einem modernen Betrieb nicht erwarten, dass die sich selber um ihre Ware kümmern, die sie bestellen. Nein. Geht nicht. Geht einfach nicht. Ich muss jetzt erst den Stream-Titel, ich musste sehr schmunzeln.
Mein Ruf, der kaputt geht, nicht deiner. Ja, was Besseres fühlen wir nicht ein. So nämlich. Sehen wir uns aus, wenn ich wieder die Arbeit wechseln müsste. Jetzt die Arbeit innerhalb des Betriebs oder die Arbeitsstelle, René? Wundert übrigens die wunderbare Qualität meiner neuen Kamera. Die habe ich schon in dem Stream, wo du es ausprobiert hast, bewundert, als wir nur über Lego geredet haben. Ja, Halle. Also, geschrieben, du geredet. Da habe ich allerdings noch nicht mit den Einstellungen weiter rumgespielt. Ich könnte jetzt auch noch mehr Helligkeit rausbringen, weil ich mir auch noch mal ein bisschen was gegönnt habe. Oh, komme ich gar nicht dran. Faszinierend fand ich das weiße Haar an der Gardine, was man wunderbar erkennen konnte. Ja. Hängt das eigentlich immer noch? War noch da, aber ja, weil jetzt habe ich mit der den Helligkeitswerten rumgespielt. ja. Wie gesagt, ich könnte es heller machen, aber ich bin so zufrieden, weil sonst ist da so ein Krissel drin, den mag ich nicht. Die Werkstatt wechseln aber gehört noch zum Betrieb. Auf demselben Gelände oder dann woanders? So. Ich habe tatsächlich übrigens vom Update noch nichts gesehen, außer Dev-Update Nummer 8, der Ruf. Mehr habe ich nicht gesehen. Ich hab mich auch noch nicht spoilern lassen. Darf ich dir den Grund erzählen? Ich habe schon verstanden, dass ihr jetzt so sagen wollt, ja, hier, Helly wieder, der hat sich nicht an die Regeln gehalten. Alter! Ich sag mal 2 gegen Helly. Immer auf den dicken Doofen, ne? Ja. Versteht keiner. Das ist sehr gut. Das hast jetzt du gesagt. Darf ich den Grund erzählen? Ich wollte hier die ganze Zeit irgendwas essen. Ich habe mir meine Pommes extra vorher reingepfiffen, damit ich das jetzt nicht mehr im Stream mache. Ich musste auf meinen Vater warten, bis er wieder da ist. Und dann habe ich halt Essen gemacht und... Weil er wollte auch was. Nee, das macht's ja nicht. Ich dachte schon, du darfst nicht allein in der Küche arbeiten. Doch, das darf ich. Ich muss es danach nur sauber machen, ansonsten dreht meine Mutter durch. Ständlich. Ständlich. Würde ich jetzt auch als deine Mutter. Mit sauber machen, meine ich auch jeden Mikropixel, ja Pixel, weil wir leben in einer digitalen Welt, an Krümeln muss ich finden. Ja. Ja. Und wenn du den nicht findest, dann heißt es, warum habe ich die Streambox noch drin? 3 Wochen Käse-Sahne-Verbot. Sag, jetzt erstmal ein Stückchen Kessel und Eiskalt Prosecco. So. Jonathan, danke für dein Follow. Warum wird mir das nicht mehr im Chatverlauf angezeigt? Nervig. Also, wenn ihr mich mal essen hört, dann... Dann isst du gerade was. Danke für die Info. Tut's mir leid. Ja. Gib mal was ab. Ich hab Roggenbrot mit Tomatenmark ausreden lassen, italienischen Kräutern, Käse, alle möglichen Sorten und dann im Ofen überbacken. Schmeckt quasi wie Pizza, nur extrem geil. Pizza ist auch geil, ja, aber deswegen quasi wie Pizza. Ne? Hat sich meine Ex-Freundin so ähnlich tatsächlich auch immer so als Sandwich gemacht. Ganz gerne. Das ist mit Tomatenmark. Das ist mega geil. Ist das der Grund, warum sie deine Ex ist? Hey, es schmeckt mega geil. Ich stell nur Fragen. Nee, eigentlich nicht. Anderer Grund. René, du beschreibst zwar auch meinen Zustand, nur hat Mana nicht unbedingt mit der Arbeit zu tun. Aber klingt nicht geil, kenne ich. Ja, siehst du da Angst, auf Arbeit zu gehen? Das zum Beispiel nicht. So, da habe ich ja eher die... Ja, wenn was schief geht, ja, fuck off, das ist mein Problem, Einstellung. Was auch traurig ist, weil eigentlich, ne? Sollten die Mitarbeiter ja schon mit dem Betrieb, ne? Und ich nicht. Fuck off, ist mir scheißegal. Aber, ja. So, ich würde übrigens einmal schon mal... warte mal, krieg ich? Nein, habe ich nicht eingestellt offen. Nein, kriegst du nicht. Nee, krieg ich auch nicht. Ich dachte, ich hätte auf meinem Stream Deck schon eingestellt mit Szenenwechsel, aber das hat er verpeilt und verpennt. Keinen Bock gehabt. So. Wenn wir nämlich schon mal beim Ruf. Doktor, ja, keine Sorge, es ist jetzt weg.
muss sagen, deine Kamera. Hast du eine neue Kamera? Oh ja, ja, ey, schön, dass es dir auffällt, Helly. Wir haben zwar vorhin schon drüber geredet, aber okay. Ja, Helly hat von mir noch so eine heimliche WhatsApp gekriegt. Du musst das jetzt 15 Mal im Stream ansprechen. Ah. Weil, übrigens, Sion. Ja. Ich glaube nämlich, du hast eine neue Cam, weil man konnte gerade in der großen Ansicht wirklich jede einzelne Pore sehen. Ich weiß. Ja, ist die Kamera neu? Ja, Doktor, schön, dass du fragst. Natürlich ist sie gerne neu. Josh weiß auch, was für nervenaufreibenden Tag ich mit dieser Cam hatte, bis das alles gelaufen hat. Oh, ich fand das super gut. Du hast mir echt den Abend gerettet damit. Schön. Ja, wirklich. Also da war der Abend echt nicht so schön. Ja, René, ne? Jetzt, wo Helly das sagt, das ist schon eine andere Kamera, glaube ich. Hat die gekostet? 2 Euro? Du sollst ein Streamer doch nie danach fragen, für was er wie viel Geld ausgegeben hat. Ach nicht? Wofür subskribiere ich dann? Sagen wir so, damit ich mir noch eine Kamera leisten kann, Helly, müsstest du deine gesamte Abo-Zeit jetzt nochmal verdoppeln. Ich weiß gar nicht, wie lange bin ich denn schon bei dir drin? Frag nicht. Also ich hätte gerne so viele Teile der Kamera zugeschickt, in dem wie viel ich schon subskribiert habe. 21 Monate. Das Licht könnte für so eine. Das Licht liegt tatsächlich an den. Jetzt, weil jetzt die Lichtkritik kommt. Das Licht liegt hier tatsächlich aber an der Seite. So, ich kann auch voll raufknallen, aber ich habe keinen Bock drauf. So, eine höher. Also ein bisschen schummrig bin ich fein mit. Aber nur ein bisschen. Ja, weil wenn du... Wichtiges. Ich sag's nur kurz. Wenn du nämlich Licht zu viel hast, dann muss ich jetzt wieder mit dem Weichzeichner-Ding von Elgato arbeiten. Und das finde ich nicht so geil. Weichzeichner, ich krieg GIMP-Flashbacks. Oh. Licht von nur einer Seite macht hässliche Schlacken. Deswegen habe ich auf beiden Seiten. Ne? Also sieht man das, wenn ich hier so irgendwie Schatten erzeuge? Ne, sieht man nicht. Ja, aber auf der einen Seite ist es halt stärker, ne? Ja, weil das Licht tatsächlich hinter PC steht. Das kriege ich gerade noch nicht höher geliftet. Vielleicht setze ich es nochmal irgendwo um. Ja? Wenn du versuchst, so deine gute Lichtverhältnisse zu schaffen, so funktioniert Physik nicht. Ja, klar. Wenn ich das Licht bremse, dann ändere ich ja die Lichtgeschwindigkeit. Und was dann? Gehst du auf Warp? Hallo? Mach mir nicht meine Physik kaputt. Stupid. Übrigens ein riesen Flachmann, falls jemand fragt. Also wird ein lustiges Spiel. Ja, bitte? Danach erstmal ein paar Flachkörper machen. Auf Korsika, das wäre geil. wegen Subskribieren. Da muss ich dich leider jetzt erstmal enttäuschen sein, weil ich bin momentan am Sparen, weil ich im Oktober ausziehen werde und dann brauche ich Geld, weil ich will nach Leipzig ziehen. Und naja, WG-Wohnung und so. Warte sein, ich habe okay, wenn's dir geht's ja wahrscheinlich sowieso nur um den Alert. Also mache ich jetzt halt einfach was anderes, was mich nicht so viel Geld kostet, sondern nur mein Stolz. Ja. Warte, dein. Du hast den wieder? Ich bin hässlich und ich bin stolz, ich bin hässlich und ich bin stolz. Das mit dem Stolz ist mir neu. Er widerspricht sich selbst. Er will nach Leipzig ziehen und meint, er braucht Geld. Hey, du als Student in Leipzig, hallo? Schon mal Münster probiert? Münster? Ich zieh nur als Student? Oder wenn wir gleich auf Kacke hauen wollen, schon mal München als Student ausprobiert? Ich geh doch nicht in den Westen. Ich will mich doch nicht prostituieren! Ich geh doch nicht in den Westen, also. Ja. Was soll das denn heißen? Ja, er möchte halt gerne seine eidgenössischen Kontakte nicht verlieren. Deswegen ziehe ich auch nach Leipzig. Deswegen Dreckskampf.
Also leitest du von vorwärts einmal, rückwärts nimmer, irgendwie ab einmal Ossi, immer Ossi oder was? Ja. Außerdem werde ich da als Spezialbeauftragter des Deutschen Reichsgeheimdienstes von Björn Höcke eingesetzt. Entschuldigung, Bernd Höcke. Es läuft. Läuft. Im heutigen Stream geht es übrigens um das Dev-Update, der Ruf. Nur falls einer sich wundert, was sie gerade hier, ne, Thema ist. Wo kommst du eigentlich ursprünglich her? Aus einem Kreis, den heute kein Schwein mehr kennt, noch vor Mauerfall, aber jedem ein Begriff war. Kannst es ja mal ausprobieren. Helmstedt. Wisst ihr? Das kennen nur noch die alten Hasen. Warte, kannst du noch mal sagen? Nein, ich sag jetzt nur noch ein anderes Wort, was vielleicht eher Klick macht. Grenzübergang Marienborn. Aber natürlich von der Westseite komme ich, ne? Ist klar, nicht von der Ostseite. Das muss klargestellt werden. Ja, klar. Ne? Ich weiß nicht, hast du auf meiner Ostseite kommen können. Hast du es etwa nicht an meinem Cashflow gerochen, den ich hier so verbreite, sodass ich nicht aus dem Osten kommen kann? Du meinst, als du direkt in den Osten gekommen bist und erstmal ein paar Betriebe enteignet hat, hast Wobei? Du dann wieder an andere Privatunternehmer verkauft hast, damit sie dann geschlossen werden? Wobei, aufgepasst, auch hier, Oma mütterlicherseits ist aus, lass mich lügen, ich glaube, Bereich Magdeburg damals geflohen. Rüber auf die Westseite. Mein Bruder. Also eigentlich ist noch ein bisschen was vom Sachsen-Anhalt da drin. Doch, keine Sorge, mit diesen so ein bisschen östdeutschen Wurzeln, wenn wir uns dann erstmal mit der DDR von der BRD GmbH abgespalten haben, dann hören wir dich auch wieder zu uns, weil dann gehörst du ja quasi zu uns. Und müsste ich gleich wieder Fremdsprache lernen, da habe ich keinen Bock drauf. Sondern mit dem Pero, der mir Bayerisch beibringen wollte. Ja, mei, das Bayerische habe ich mir, kein Problem mit. Es muss sein, wenn ich ein bisschen spreche wie Söder, muss ein paar Fremdwörter lernen wie Ochkatzelschwurfer, der geht's schon. Ja, bei echten Sprachen hast du halt Probleme, ne? Ein wundervoller guter. Du meinst, äußerstes Hochdeutsch. Hallöchen. Wir schauen uns den Deep Blue an. Ja, also wir versuchen es zumindest. Irgendwie waren wir gerade bei Hellys rechtsradikalen Verbindung. Deswegen zieht er in die linksversiffte Stadt Leipzig. Und er hat kein Geld. Und irgendwie widerspricht sich das. Und wo waren wir noch? Ich nehme an, du streamst, richtig? Ja. Dann lasse ich meine Aquariumgeschichte jetzt ein. Was? Was? Ich habe gerade für 100 Euro ein Aquarium bestellt, in dem nichts lebt. In der Hoffnung, dass ich das nicht reinigen muss. Das heißt, du hast dir einen Glaskasten bestellt, den du so einfach in den Raum stellst und nichts reinpackst. Ich habe mir einen Glaskasten mit künstlichen Steinen und künstlichen Pflanzen und künstlichen Dekosachen besorgt und überlege gerade noch, mit was ich dieses Teil füllen kann, weil mir gesagt wurde, wenn ich Wasser abkoche und da reinpacke, dann bilden sich da trotzdem Algen drin. Also überlege ich gerade noch, was ich da reinpacken kann, damit da halt nichts drin wächst. Wie heißt? Destilliertes Wasser. Wollte ich gerade sagen, destilliertes Wasser eigentlich. Nee, das funktioniert nicht. Mir wurde von biologischer Seite gesagt, dass sich da trotzdem irgendwann was bildet. Ja, Data Doctor, ich weiß, dass du dir das was sagst, weiß ich, habe ich mir schon gedacht, aber so der Rest. Mir wurde gesagt, ich soll es mit Öl probieren. Jetzt suche ich gerade nach einem durchsichtigen Öl. So wie beim PC. Habe ich auch schon überlegt. Ja, den kannst du ja auch in Öl setzen und dann laufen lassen. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Nein, du kannst ja praktisch so ein PC-Gehäuse, so ein Aquarium, kannst du auch einfach stumpf machen. Und du kannst dein PC dann komplett in so ein Ölbad reinsetzen. So, dann hast du kein Problem mit dem Staub und so weiter. Und der PC wird halt durch dieses Öl, wird halt Hitze abgeleitet, wird halt auch gekühlt. Da stelle ich mir aber übelst nervig vor, wenn du den mal auseinanderbauen musst. Mhm, mhm. Also die Komponenten dann ölfrei zu kriegen, ich glaube, das ist dann nicht mehr so geil. Ja, das ist bei mir egal, weil ich will ja nur, dass es da steht und dekorativ ist, ohne dass ich irgendwelchen Aufwand damit habe. Anstatt ja immer nö sagen, das reicht schon fürs Ossi. René schreibt übrigens, er kommt auch aus Sachsen-Anhalt, er ist da aufgewachsen. Wo seid ihr denn gerade im Dev-Update? Dev-Update Nummer 8, der Ruf. Ja, ich meine, wo im Dev-Update seid ihr? Dev-Update Nummer 8, der Ruf, wir sind bei der Überschrift, immer noch. Hast du nicht vor...
40 Minuten oder so angefangen zu streamen? 15. Von 19. Ah, ja, dann, ja. Ah. 19. 18. Quatsch, 20 jetzt genau. Wie komme ich auf 18? Oh, der Tag ist durch. Der Tag ist durch, ey. Den auch kannst du in Öl setzen. Was? Das ist eine anstrengende Arbeit. Was? Und Doktor, was meinst du mit Resin? Sagt mir jetzt gerade nichts. Resin ist ein Plastikstoff, der normalerweise benutzt wird. Also das ist einfach so eine Art Kunststoff, der fest wird, aber durchsichtig ist. Ach so, wie Epoxidharz oder so. Ja, genau. Ah, okay. Hallo, Sir Barrett. Aber ich möchte es halt nicht in... Wie viele Leute heute hier sind? Kunststoff ertränken, weißt du? Weil im Zweifelsfall muss es ja bewegen und so. Und das Ding wiegt jetzt schon 6 Kilo, ohne dass was drin ist. So als Mensch, der im grünen Bereich arbeitet, würde ich jetzt sowieso sagen, dass ich sehr kritisch dem gegenüberstehe, dass du dir ein komplettes Ding mit Plastik gefüllt dahin stellst. Und das fängt schon... Warum. Und das fängt schon bei dem... Scheiß linksgrünversiffter Ökosoze. Ich sag dir warum. Weil ich finde es... Also, ich weiß, dass ich keine Lust habe, mich drum zu kümmern. Das heißt, es kommt auf gar keinen Fall in Frage, dass da ein Tier reinkommt. Hm. Weil das würde einfach nur wegsterben und das wäre vollkommen unverantwortlich. Ja. So. Und Pflanzen... Also alle Pflanzen, die ich besitze, sind aus Plastik. Das hat einen guten Grund. Allem aus Plastik, Sicht, ja. Deswegen haben die so seltsam gerochen, als ich bei dir war. Genau. Ja. Ellie ist, ja, ich stelle mir gerade vor, wie Ellie den ganzen Raum abgeht und überall bei jedem bleibt. Ja, ich habe da so ein kleines Grünsichtwas dran gebaut, wie so ein kleines Nervengas ausstößt. Alter, was habe ich denn bitte verpasst? Ich bin kurz weg und dann höre ich irgendwie nur, ja, Ellie geht durch ganz rum und schnüffelt alles ab. Was ist hier los? Es geht darum, dass Alex sich ein Aquarium geholt hat, da aber nichts reinmachen will, zumindest nichts, was in irgendeiner Art lebt. Und er deswegen dann auch, weil er sich halt darum nicht kümmern will und dann ganze Deko-Sachen, was zum Beispiel Blumen und so angeht, hat er auch nur künstliche Blumen. Und dann meinte ich, dass als ich bei ihm war, ich mich schon gewundert habe, warum die ganzen Blumen so komisch riechen. Ich habe mich schon gewundert, die Rose, die du mir gegeben hast, die ist immer noch gut. Krass. Also, du hast die Geschichte mit wirklich mal einer eine Rose mitgebracht, die steht immer noch bei mir hier rum. Das war natürlich nicht auf Plastik. Tja. Das war vor... Doktor, du brauchst, bei mir ist übrigens ein Safe Space, Doktor, ja? Also bei mir ist ein Safe Space, hier kann der Barrett dir nicht wehtun. Also. Naja, aber er ist Mod. Also jetzt forderst du ihn ja auch heraus, muss man sagen. Also. Weißt du, das wäre jetzt für so ein Meme, Mod Barrett ist nicht real, du musst keine Angst. Alert. Mod Barrett ist für Timer. Das stimmt, danke Barrett, danke. Knochenbrecher brauche ich echt jeden Pfennig. Er hat, aber er hat studiert, deswegen ist er arm dran. Ne? Auf jeden Fall, ne, für so ein Meme, Mod Barrett existiert nicht. Und dann machst du so ein Bild von meinem Chat und so Mod Barrett. Was hat er denn studiert? Modologie? Der Dr. Knochenbrecher hat ganz, ganz viel studiert. Also, er hat Wissenschaft studiert. Ja. Wissenschaftologie, ah. Ich bin Professor der Professologie. Ein breites Geschäftsfeld. Damit er sich wieder eine Kutsche leisten kann. Ja, hallo, denkst du, diese 200 Meter laufe ich bis zum Haus? Also, wozu habe ich studiert? Im Pen and Paper war eine ganz coole Sache. Da mussten wir halt wieder zu einem Haus hin und ich natürlich sofort, ich winke die nächste Kutsche ran mit den Worten Taxi. Und dann war das so, ja, der Kutscher schaut dich ganz, ganz verwirrt an, ne? Und ich sage so, ja, ich drücke ihm Geld in die Hand und sage ihm, fahren Sie zu der und der Straße, ne? Ja gut, du steigst halt auf einen Wagen auf, also auf eine Kutsche und fährst halt zur nächsten Straßenecke. Der Rest der Gruppe ist gelaufen. Es wäre doch lustig gewesen, wäre so der Rest der Gruppe, der gelaufen ist, schneller gewesen als du. Ich war nicht so viel schneller, aber es war gut. Und es gab Autos. Ja, aber es war eine Kutsche. Es war eine Kutsche, Doktor. Ich erinnere mich genau. Es war eine Kutsche. Es war kein Taxi. Also es war kein Auto, es war eine Kutsche. Weil Barrett das, glaube ich, auch noch so ein bisschen verpackt hatte mit, das war eigentlich eher so ein Heukarren. Ja. Der Witz war eigentlich, dass es schon Autos gab, aber er eine Kutsche ran wegen der, so war es eine Kutsche vom Bauern. Ja, genau. Ja, sorry, ich bin halt noch in einem anderen Jahrtausend geboren, in einem anderen Jahrhundert, Entschuldigung, in einem Jahrhundert zu dem Zeitpunkt. Und ja, Kutschen waren halt mein, ne?
mein Charakter war halt schon so alt, er möchte sich nicht mehr an neue Sachen gewöhnen. Und auch Kaiser Wilhelm sagt, diese Autos sind nur Modeerscheinungen, er bleibt bei der Kutsche und dem Pferd. Welcher? Oh, stimmt, er war schon nicht mehr. Hm. Egal, er hat's gesagt. Der zweite, welchen meinst du? Der zweite hat es, glaube ich, gesagt. Sicher? Nee, aber nicht, nicht so mehr Technik, ganz. Der war doch so technikaffin, der zweite. Stimmt, der hatte die Elektrolimousinen, ne? Ja. ist kein Joke. Der Kaiser hatte zwei Elektrolimousinen in seinem Fuhrpark. Weil Berlin damals recht gut mit Ladesäulen ausgestattet war für Elektrofahrzeuge. Ja, moin. Also das finde ich heute nach wie vor lustig, wenn VW wieder behauptet, sie hätten das Elektroauto erfunden. Und ich dann einfach denke so, 100 Jahre zurück war Berlin besser mit Elektroladestationen ausgestattet als heute. Und ich meine, wenn sich einer mit Elektrizität auskennt, dann ja wohl hier Willi der Zweite, ne? Mit seiner Elektroschocktherapie in der Kindheit. Ihn das jetzt zum Experten macht, ich weiß ja nicht. War jetzt wieder 100 Filmzitate, auch nein. So, er gewöhnt sich ungern an neue Sachen, Treppen zum Beispiel. An neue Sachen, wann wurden Treppen denn erfunden? Vor so mehreren 10.000 Jahren. Nein, das war jetzt so ein Wink dahin, dass wir in dem verfluchten Haus waren und ich einfach so, weil ich bin ja Studierter gewesen, also ne, der Dr. Knochenbrecher ist ja ein Mann der Wissenschaft, er glaubt nicht ans Übernatürliche, ne? Und nachdem jemand von einem Bett aus dem Fenster gestoßen wurde, geht der Knochenbrecher natürlich auch hinein, weil er das einfach nicht glauben kann und wird vom Bett aus dem Fenster gestoßen. Ja. An dem Zeitpunkt hätte auch tatsächlich meine Rolle zu Ende sein können. Wir haben es dann aber in einen langen Krankenhausaufenthalt umgewandelt. Hatten die Deutschen tatsächlich auch elektrische Beimotoren? Das war gegen Kriegsende, als die Rohstoffe, also Öl generell knapp geworden ist und Treibstoff. Da hat man dann vermehrt auf diese Elektromotoren wieder gesetzt. Allerdings hatte schon der Erste Weltkrieg dafür gesorgt, dass die Elektroautos sehr schnell von der Bildfläche verschwunden sind, weil sich einfach dieser schnell powernde Kraftstoff durchgesetzt hat. Weil der einfach viel effizienter in der Kriegsführung war. Und demnach, das ganze Elektromodell dann, ziemlich schnell weg gewesen. Wie gesagt, gegen Kriegsende im Zweiten war es dann halt nur der Mangel an anderen Sachen, der dazu geführt hat, dass man vermehrt versucht hat, auf Elektrik zu setzen. Hallo, ihr Prachtexemplare der menschlichen Evolution. Denkst du an zu streamen oder was machst du? Mit wem, was hat das denn mit Stream zu tun? Mit wem würde ich da denn dann anfangen? Wen würde ich denn da so betiteln? Den Chat? Ihr Halunke, verkaufe ich nichts. Und damit fangen wir jetzt endlich an mit dem Update. Ich hab's gerade fertig gelesen. Was für ein Update? Worum geht's? Willst du mich verarschen? Ja, ihr habt so lange gequatscht, da dachte ich, dann lese ich schon mal. Alex und Helly in dieselbe stille Ecke. Soll ich denn als Strafe den ersten Abschnitt lesen? Ja. Im ersten Abschnitt meine ich die Überschrift. Dir, Halunke, verkaufe ich nichts. Das hatte ich gerade schon. Mach weiter. Mit verschwinde, Bandit, bevor ich die Wache rufe. So könnte dich... Ellies Roleplay-Char kommt wieder durch, ja? Nee, das wäre dann verschwinde, Bandit, bevor ich die Wache rufe. Aber wenn wir das so lesen würden, wären wir auch in 5 Stunden noch nicht fertig. Also lass den Jakob drin und mach den Helly. Wie diesen weiblichen Charakter von ganz am Anfang des Streams machen. Der weibliche Charakter von ganz am Anfang des Streams. Ich finde das jetzt ganz schön gemein von dir gegenüber, Sajan. Was? Ich komme nicht mit. Was für ein weiblicher Charakter am Anfang des Streams? Ganz am Anfang des Streams. Ja. Wo wir die lustigen Stimmen gemacht haben. Ach so. So könnten dich NPCs auf Utonien anreden. Doch, wieso? Okay. Ob heilig, aber okay. So könnten dich NPCs auf Utonien anreden. Doch, wieso? Sind sie mit dem falschen Fuß aufgestanden oder ganz ohne Grund unfreundlich? Würde mich nicht wundern. Kommt wahrscheinlich aus Ostdeutschland. Wir können dich beruhigen. Ganz willkürlich wird dich so eher weniger ein NPC ansprechen. Denn hier kommt der schon oft erwähnte, aber noch nie ganz ausführlich erklärte Ruf ins Spiel.
Wie immer präsentieren wir euch den aktuellen Entwicklungsstand, der sich jederzeit noch ändern kann. Das gilt besonders für genaue Angaben wie Zahlen. Wir haben uns beim letzten Mal darauf geeinigt, dass das in einer schnelleren Leseart vorgelesen wird. So mit, wir sind hauptsächlich als Erklärhilfe und nicht als in Stein gemeißelt anzusehen. Außerdem stellen wir hier grundlegend die rein technischen vor. Ja, reicht mir, okay, das Grundprinzip. Die rein technischen Mechaniken vor, die dann mit Roleplay belebt werden. Wir hoffen auch diesmal auf eure Meldungen, denn am Ende des Tages bauen wir diesen Server ausschließlich für euch, die Community, also mischt euch nicht ein. Entschuldigung, da habe ich ganz meinen freundlichen Versprecher eingemischt. Das habe ich überhaupt nicht mit Absicht gesagt oder so. Also mischt euch ein. Halt. Ja, Doktor, ich glaube tatsächlich, dass das auch lustig werden könnte. Das ist halt so von den guten alten Call of War-Tagen sein, wenn du dich erinnerst. Da ich bin einfach immer noch in dieser Propagandarolle drin. Also, falls ihr Probleme habt, seid ruhig. Ich fühle das total, auch wenn ich jetzt heute freiwillig nicht mehr die Sowjetunion wählen würde. Du hast uns angegriffen. Ich habe jetzt schon. Hallo? Ich habe euch versucht zu entnazifizieren? So sagt man das heute. Oh Gott. Alter, lass jetzt bloß nicht den Putin raus. Rechts eine. Nein, ich war Stalin. Das ist zu knapp. War Stalin. Ja. Genau gleich Schluss. Wo ist der Unterschied? ja, ist halt echt so. Also der eine war ein kompletter Gutmensch gegenüber von Minderheiten und der andere ist Putin. Ach Mann, warum also macht man ich, das so? Ich sehe keinen Unterschied. So. Das Grundprinzip. Bevor wir etwas tiefer in die Materie schauen, besprechen wir erst einmal die grundlegende Basis. Der Ruf spiegelt dein Ansehen in den utopischen Landen wider. Jeder Spieler besitzt seinen eigenen Ruf, welcher von minus 100 bis 100 reichen kann. Minus 100 ist der niedrigste Ruf, den man haben kann, während 100 damit logischerweise der höchste erreichbare Ruf ist. That turn was unexpected. Nach dem Tutorial startet jeder Spieler mit einem Ruf von 25. Von minus 100 bis durch gibt es verschiedene Abstufungen. Ich bin minus 1. Was? Minus 1 bis minus 25. Ich weiß auch nicht, warum dieses am Anfang relativ arrogante Rede zu so einer schwulen Stimme wurde. Naja. minus 1 bis 25 geächteter. Minus 1 bis minus 5. Ich darf so reden, ne? Und ich darf darüber Witze machen. Hallo? Schwester, schließt du mich hier gerade etwa aus? Boah, als ob du die Einzige bist, die hier schwul Witze machen darf, ja? Heute für dich. Keine Kissenshahne. Ja, nein, aber ja, aber nein. Oh, du musst erstmal an Jacqueline denken, ne? Die sagst du die ganze Zeit neben dem Thomas und der hat die Folge gefingert. Aber die Jacqueline, die kotzt doch immer. Tut mir leid, Alex, ich lese mal weiter. Ja, also, minus 1 bis minus 25, geächteter. Händler reden nicht mehr mit dir. 26 bis 50, Verfolgter. Du kannst ohne Rufverlust getötet werden. Minus 51 bis minus 100, exkommunizierbar. Du kannst exkommuniziert werden. Oh, das Lieblingstool von Matthew. Und gewinnst als Exkommunizierter durch Messen und Predigen keinen Ruf mehr. Solltest du ein exkommunizierter Gefolgeleiter sein, kann dir kostenlos der Krieg erklärt werden. Jetzt neu, zum Ultra-Sparspreis. Von 0 bis 100 gibt es keine Abstufungen mehr. Oh, keine Queerfeindlichkeit hier übrigens, bitte, wird im Chat gerade verlangt. Nein. Ne? Wäre ich queerfeindlich, da wäre ich feindlich mir gegenüber selbst. Also da hätte ich ziemlichen Selbsthass, aber naja. Von 0 bis 100 gibt es keine Abstufung mehr. Jedoch kannst du manche Quests nur mit einem guten Ruf annehmen. Und Händler werden dir mit einem hohen Ruf manchmal bessere Preise machen als sonst. Was? Doktor schreibt gerade, wieso klang das gerade nach Hitler redet nicht mehr mit dir? Was? Das ist ja mega gut. Nach dem Tutorial startet jeder Spieler mit einem Ruf von 25. Von minus 100 bis 0 gibt es verschiedene Abstufungen. Minus 1 bis minus 25 geächteter. Hitler redet nicht mehr mit dir. Da will ich mir richtig Gedanken machen, dass du nicht schlimmer als exkommunizierbar. Bevor wir weitermachen, ne? Ja, Alex, erzähl. Ach, mach einfach weiter. Schön. Ist egal. Ganz kurz einen Moment. Alex, ja? Nee, alles gut, mach die mal. Okay. Nein. Dazu, irgendwelche Thoughts. Ist der Wert zu niedrig, ist der Wert zu hoch? Wie schnell erreicht man den? Wenn ihr den nächsten Absatz liest. Diese Leute, die vorlesen, ne? Ja, ich, ich,
Ja, ich weiß auch noch was. Helly hat gerade auch vorgelesen. Es kommt und so weiter. Ja, nicht vorgelesen, er hat vorweggelesen. Ach so, ist natürlich noch was anderes. Das war Befehl, der Angriff Steiner war Befehl. Ich weiß nicht, woher das kam, das war im Chat. Ganz kurz, die Werte an sich und die damit einhergehenden Konsequenzen finde ich an sich gut. Nur dieses minus 51 bis minus 100 exkommunizierbar. Es, egal wie gut dein Ruf war, wenn du es dir damals mit der Kirche verscherzt hast, dann ist denen das egal gewesen, dann wurdest du halt einfach exkommuniziert. Ja, wenn du gleich den Teil liest, wo steht, wie viel du für was verlierst, dann wirst du sehen, warum minus 51 gar kein so hoher Wert ist. Alex, ich habe den Teil schon gelesen, trotzdem bleibt es bei diesem Punkt. Stell dir vor, ich bin der übelste Gutherrscher, aber vertrete eine Form des Glaubens, die von allen religiösen Institutionen der utonischen Welt nicht anerkannt wird, aber trotzdem eine Art von Katholizismus ist. Sehr schwieriges Beispiel, sehr viele Ecken. Ich hätte wahrscheinlich was Leichteres nehmen können, aber... Also führst du den Anglizismus ein? Ja. Anglikanismus heißt es, glaube ich. Anglizismen waren was anderes. Keine Ahnung, was die Briten haben. Du machst, du bist ultra der gute Christ, verfolgst alles, gehst zu allen Predigten und so weiter und scheißt dann aber irgendeinen Bischof ans Bein. Je nachdem, wenn es eine Saufnacht war, ist es verständlich. Also dann kann das also mal passieren. Ich weiß, worauf du hinaus willst und ich stimme dir völlig zu. Ich bin trotzdem froh, weil mir Realismus egal ist. Ja, nee, Realismus ist mir in einem Roleplay-Projekt extrem wichtig, weil ich nicht will, dass das sich hier einfach nur zu einem Roleplay, also zu einem RPG entwickelt. Kommen wir gleich zu, bei Ritz kommen wir gleich zu. Ja. Weil, wenn ich ein RPG spielen will, dann kann ich auch Star Wars The Old Republic spielen, Star Trek Online spielen, World of Warcraft spielen. Naja, deshalb sage ich, das ist meine persönliche Meinung dazu. Ja, da kann ich ja trotzdem meine Meinung dazu äußern. Ja, natürlich. Die Frage ist tatsächlich echt gut, Baris. Ja, die habe ich mir nämlich auch schon gestellt. Das ergibt echt null Sinn. Aber können wir jetzt gleich diskutieren, wenn wir was gelesen haben. Oh, hallo Katze. Das wurde, die Frage wurde im Otone-Discord tatsächlich auch schon gestellt und beantwortet. Aha. Man will das willkürliche Morden eingrenzen. Also, dass nicht jeder einfach irgendwo hingeht und irgendwen erschlägt. Naja, also, wenn wir jetzt von Realismus widersprechen, wenn mich keiner sieht, kann mein Ruf auch nicht schlechter werden. Das ist der Punkt. Die Sache ist, dass du und scheinbar auch 99% des Rests von Otoniens, entweder du hast 100% Realismus oder du hast 100% irgendein Roleplay-Game. Es gibt kein Ding dazwischen oder so, dass man sagen muss, es muss jetzt ein Grad zwischen Realismus und Balancing gefunden werden, weil wenn man das nicht macht, dann denkst du an das, was wir davor hatten mit dem letzten Otonien, wo dann Leute irgendwo hingegangen sind, Leute erschlagen haben und dann nichts passiert ist. Doch, bei mir gibt's was dazwischen, aber ich gewichte halt einfach bestimmte Dinge anders als du. Deshalb ist es mir halt... Ja, also ich gewichte RP am größten. Ich sag, ja, aber auch ich RP, weiß, ich, RP ist halt so eine Sache... Ich nenne dich übrigens Lucifer. Ja, Norkatze, willkommen übrigens im Chat. Ah, cute. Hala. Cute. Okay. Ja. Lesen wir mal den zweiten Teil, wo das dann überhaupt dazu kommt, wann ja. was passiert. Bevor wir diskutieren. Rufverlust. Würfel mal auf niedlich sein. Ein böser Bursche oder ein böses Fräulein sein. Bitte, Scheifolk. Du solltest ein böser Bursche oder ein böses Fräulein sein, verlierst du logischerweise Ruf. Bei manchen Straftaten auch mehr, wenn du von Spielern oder NPCs dabei entdeckt wird. Entschuldigung, ich muss aufstoßen. Als wenn es unentdeckt passiert. Folgendes solltest du also bestens unterlassen oder du spielst einen fiesen, hinterlästigen Banausen. Sowas wie Ehrheit-Trick oder so. Was, Jakob? Als Bürger ungesehen morden. Minus 10, ich werde jetzt nicht die Zahlen vorlesen. Ja, doch, also es ist... Doch, ja, ja. Ja, macht's als halt. Bürger gesehen morden, dein Ruf wird auf minus 26 gesetzt. Falls dieser schon so tief ist, verlierst du weiteren 50 Ruf. Als Bürger ungesehen einen Geistlichen ermorden, minus 25. Als Bürger gesehen einen Geistlichen ermorden, dein Ruf wird auf minus 51 gesetzt. Falls dieser schon so tief ist, verlierst du weitere 100 Rufpunkte. Ja, moin. Als Geistlicher ungesehen morden, minus 25. Als Geistlicher gesehen morden, dein Ruf wird auf minus 76 gesetzt. Falls dieser schon so tief ist, verlierst du weitere 100 Rufpunkte.
Ich will mal Ruhmpunkte lesen, das ist was anderes. Weitere Strafen. Beim Schlösserkacken, knacken, erwischt werden, minus 5. Aus dem Kloster austreten, minus 25. Einen NPC schlagen, minus 1. Der Rufverlust passiert erst nach dem dritten Mal schlagen. Ein Ausrutscher mit der Maus kostet dich also nicht sofort Ruf. Das bevor wir über gesehen und ungesehen diskutieren, ja, zwei Punkte irritieren mich hart. Als Bürger gesehen einen Geistlichen ermorden, minus 51, falls ich schon minus 51 habe, 100 Rufpunkte ebenfalls weg. Aber minus 100 ist das Schlimmste, was geht. Und das Gleiche gilt für als Geistlicher gesehen morden. Ja. Also, ja, du kannst auch positive Werte haben auf plus 61 oder so, dann verlierst du minus. Nee, dein Ruf wird auf minus 51 gesetzt und falls er schon so tief ist, verlierst du weitere 100 Rufpunkte. Ich kann aber nur noch maximal 49 verlieren, wenn ich schon auf minus 51 bin. Ja, es wird dann wahrscheinlich einfach nur auf minus 100 gesetzt. Also, egal, ob. Genau, also, wenn du bei minus, ja. beim anderen Beispiel bei minus 76 bist und kriegst dann nochmal minus 50 reingedrückt oder sowas, dann bist halt trotzdem bei minus 100 so geschenkt. Genau, fand ich irritierend, warum sie sich einfach reingeschrieben haben, du bist dann bei minus 100. Weiß ich auch nicht. Aber Punkt 1, den möchte ich wirklich nicht übergehen. Muss das sein? Was meinst du? Punkt 1? Als Bürger ungesehen morden? Ja, muss es sein, wegen der schon eben erwähnten Beschreibung. Also, ja, aber dadurch, also man kann es vielleicht auch auf minus 5 setzen oder so. Aber es ist dann halt so rein spielmechanisch eine Möglichkeit, dass man verhindert, dass wir das Gleiche haben wie auf dem letzten Otonion-Server, dass Leute plündern und Bratschatzen durch die Gegend ziehen und sie niemand dabei sieht und sie dann woanders dann wieder einmachen auf, oh, ja, natürlich, ich bin der angesehenste Lord dieser Region, ich bin so ein Gutmensch. Verstehst du? Aber ich finde, das ist Metaplay. Wenn ich jemanden habe, der RP-technisch. Ja, stimmt. Und auf Otonien betreibt ja niemand Meta-RP. Nee. Das System fördert Meta, meiner Meinung nach. Lass mich kurz ausreden, dann sag ich dir auch warum. Wenn ich jemanden habe, der RP-technisch nicht dabei gesehen wird, wie er gemordet hat, ne? Und dann halt auftritt und trotzdem sehe, dass der einen schlechten Ruf hat, dann weiß ich ja, derjenige hat was getan, obwohl ich davon eigentlich nichts wissen kann. Macht keinen Sinn in meinen Augen. Wenn ich jemanden ermorde, ohne dass es jemand merkt, kann das meinem Ruf nicht. Kannst du das Rufsystem weglassen? Ja. Nein. Nee, würde ich nicht sehen. Naja, doch, wenn du aus einem Kloster austrittst, verlierst du ja auch Ruf. Richtig, und dann, aber das weiß die Kirchenleitung weiß man, in dem Moment. Ja, genau. Also die Kirchenleitung weiß es. Und auch als gesehen, als Bürger oder als Geistlicher morden und gesehen werden, stimme ich völlig zu, dass das einen krassen Rufverlust bedeutet. Ja, weil klar. Da wirst du ja gesehen, logischerweise. Aber dass du ungesehen mordest und trotzdem einen schlechten Ruf hast, den die anderen dann kennen, das verstehe ich nicht. Also, genau, das ist genau das, was da steht. Shadow-Rufsystem, öffentlicher und geheimer Ruf. Ja. Rein Roleplay-mäßig stimme ich dir zu. Aber spielmechanisch und von der Art, wie ich dann auch gerne auf diesem Server spielen würde, nämlich, dass ich eben nicht in jeder Ecke erschlagen werde, finde ich das dann aber doch wieder ganz gut. Weil, ja, es ist nicht realistisch, aber Es schränkt die Leute halt einfach ein, dass sie nicht einfach jeden auf einmal ausrauben, erschlagen und sonst was wollen. Weil es geht ja vor allem, das habe ich ganz vergessen, das wurde auch auf dem Otonien-Discord erwähnt, mit als Bürger ungesehen morden. Der Begriff Mord ist hier auf in Minecraft K.O.-Schlagen bezogen. Die haben ja dieses Plug-in-System, dass du nicht sofort stirbst, sondern ohnmächtig bist. Ja. Und dementsprechend kannst du dich ja danach an den Mord erinnern, also an diesen Angriff erinnern. Und das ist dann das gleiche Argument, wie du eben meintest mit, ja, das weiß ja beim Klosteraustritt, weiß es ja die Klosterführung, in dem Fall weiß es dann halt das Opfer. Lucifer, das ist übrigens mein Job, als erster irgendwo sterben. Und um Barrett nochmal drauf einzugehen, Abstufung Geistlicher zu normaler Bürger, macht doch schon Sinn. Warum soll man da keine Abstufung machen? Weil als normaler Bürger irgendwas machen, ist halt schon scheiße. Aber wenn du als Geistlicher, also als Vertreter Gottes auf Erden, in diesem Sinne Vorbildfunktion, Scheiße baust, da brennen doch die Synapsen durch bei den normalen Bürgern. Also, ne? Nobody expects the Spanish Inquisition. Und jetzt tanzen sie wieder. Generell bin ich es aber. Wobei, warte. Nein, bevor ich das weiter erzähle, lesen wir einfach weiter, weil das kommt im nächsten Teil auch nochmal. Hat noch wer Gedanken jetzt dazu? Ganz viele, aber das.
Ja, du, Ich würde jetzt einfach den Abschnitt zu Ende lesen und dann nehmen wir alles im Gesamtbild. Mhm. Okay. Okay. Abschluss. Quests. Auch beim Abschuss von Quests oder Nicht-Abschuss kannst du Ruf verlieren. Ruf gewinnen. Natürlich kannst du deine Weste auch wieder reinwaschen. Dies ist jedoch deutlich schwerer, als deine Weste zu beschmutzen. Perseo-Meister Proper gab es im Mittelalter leider noch nicht. Meister Proper wäre ich mir nicht sicher. Ruf gewinnen durch klösterliche Aktivitäten. Beichten. +3. An einer Predigt teilnehmen. Wahrscheinlich +3. Abhängig von der Pietät des Ordens, welcher die Predigt hält, kann der Rufgewinn höher sein. An einer Messe teilnehmen, wahrscheinlich auch wieder +5. Nein, wahrscheinlich +5. Abhängig von der Pietät des Ordens, welcher die Messe hält, kann der Rufgewinn höher sein. Einem Kloster beitreten, +20. Je mehr Ordenspietät ein Orden besitzt, desto mehr Ruf bekommst du durch die Predigt oder Messe. Zudem haben Predigten und Messen eine Mindestlaufzeit und der Ruf wird nur bei Einhaltung der Zeit ausgeschüttet. Sonstiger Rufgewinn. Eine verfolgte Person töten, +5. Beten, +1 Ruf pro Ingame-Tag. Quests. Ich werde so viel beten. Ich auch. Scheiß auf Christian, dem alten Heiden. Beten ist das neue Voten, Alter. Ja, Barretts, den Bundestag gab es im Mittelalter nicht. Doch, es gab den Reichstag. Aber nicht im Mittelalter. Doch. Ja. Nein, nein, weil es, Mittelalter. Weil es da noch nicht dieses Deutschland in der Form gab. Ja, aber es gab den Kaiserhof oder Königshof. Versammlungsform. Der ja, wurde aber Reichstag genannt. Ja, das aber, Reichstagsgebäude stand aber in der Periode des Mittelalters noch nicht. Also ganz kurz, um schon mal was zum Thema einzuwerfen. Ich finde es sehr positiv, dass es schwerer ist, den Ruf aufzubauen, als zu verlieren. Was ich gut finde. Ja, bin ich absolut dafür. Was normal ist eigentlich, ja. Und ich finde es extrem geil, dass es sich so krass an der Kirche orientiert. Ja. Hm. Ja. Weil dadurch bekommt halt Religion in der Region, in der wir spielen, eine Bedeutung, die sie halt auch hatte. Weil Vergleich wieder zu Utonien, wie wir es bis jetzt kannten. Da kam dann ein Bischof daher und hat gesagt, ich habe 13 Gemeinden, die mir folgen, habe jetzt Angst vor mir. Da kam ein anderer, ich habe 14 Gemeinden, die mir helfen, jetzt bin ich der Bischof. Unterwerf dich mir. Ja, das... Krass, du gehörst einer anderen Religion an. Und dann, oder wenn ein Bischof dir gesagt hat, du wirst im Fegefeuer auf ewig schmoren, war das damals dann so ein Schulterzucken. Was so. Ich bemerkenswert... Das war einfach okay. Einfach geil damals. Was ich bemerkenswert an dem System finde, ist, dass du vollständig alleine für deinen Ruf zuständig bist. Also es gibt niemanden, der dir deinen Ruf verschlechtern kann. Ja. Das ist also eben, nur das, was du tust, hat Auswirkungen darauf. Kein anderer kann halt deinen Ruf vielleicht kleiner machen. Ach klar, dass Lucifer wieder es mag, Leute zu unterwerfen. Und danke für den Follow schon mal. Der Alert kommt gleich. Oder soll ich dann kurz warten? Ja, jetzt. Oh, der Sound passt sogar wieder fast. Ist wieder fast auf einer Spur. Sehr schön. Ich muss mal wieder Stargate schauen. Sind wir irgendwie so, ne? Ja. Was wollte ich sagen? Ach ja, bevor die Frage aufkommt, weil Alex gerade meinte, dass niemand anders dir das versauen kann, wenn du angegriffen wirst und den anderen dann aber tötest, könnte man jetzt meinen, dass du dann vielleicht Ruf verlierst. Nee, das ist ja Selbstverteidigung, oder? Ja, also je nachdem, wer zuerst geschlagen hat, verliert dann derjenige den Ruf. Also genau. Wenn du angegriffen wirst von einem und der dich tötet, verliert der den Ruf. Wenn du angegriffen wirst von einem, du den tötest, dann verliert niemand Ruf. Ja. Wobei ich schon einen Angriff auf den Spieler vergiss es, nein, das, nein, ah, passt schon. Ja gut, das kann halt auch einfach Zufall, also ne, du ja, stehst daneben und klickst einmal und dann hast du ein Problem. Ja, oder halt auch Leute, die aus Spaß sich die ganze Zeit schlagen auf einer Fürstensitzung oder so. Ja. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Du warst nie auf einer Fürstensitzung, oder? Hallo? Ich weiß nur nicht, ob ich das gut finde, um ehrlich zu sein. Also grundsätzlich finde ich das gar nicht so schlecht. Aber das ist ja so, also ich kann natürlich Rufmord zum Beispiel ja RP'en, aber systemtechnisch hat es ja keine Relevanz mehr. Also wenn ich jetzt versuchen würde, zum Beispiel, weiß ich nicht, Sayan irgendwie in Schmutz zu ziehen vom Ruf, dann könnte ich das natürlich RP-technisch tun,
Aber systemtechnisch würde sein Ruf ja, wenn er jetzt positiv ist, positiv bleiben. Versteif dich nicht so sehr auf den Begriff Ruf. Er könnte genauso gut Ansehen stehen oder ja, irgendein anderer Begriff, der mir gerade nicht einfällt. Zum Beispiel, du kannst ja auch schon Ruf verlieren, indem du Ehebrecher bist, indem du Mundraub begehst. Genau. Aber es ist alles. Und das kannst du ja dann trotzdem noch machen. Und es gleich mit der Gerichtsbarkeit, da kommt dann auch noch ein Punkt, den ich sehr schwierig finde, wie der umgesetzt wird und was daraus jetzt wird. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also mein Problem ist, wenn jetzt Sayan zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendein angesehener Adeliger ist, ne? Wenn ich immer Sayan. Ja. Ja, damit ich nicht dich nehme, damit du mir nicht dazwischen funkst. Weil Sayan erträgt das einfach. Also wenn Sayan ein Adeliger ist und man würde zum Beispiel aufdecken oder ihm irgendwie anleiern, dass er mit einer Hure was hätte, statt mit seiner Frau, dann wäre das ja Ehebruch. Wäre normalerweise ein Riesenpunkt, aber würde systemtechnisch an seinem Ruf überhaupt nichts ändern. So muss das sein. Das Problem nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist halt die Gap zwischen RP und System in dem Fall. Ja. Und das finde ich halt deshalb schwierig, weil es diesmal ein Rufsystem gibt. Nur, ich wüsste auch nicht, wie man das technisch lösen sollte. Kann man nicht. Genau. Aber das ist halt so ein Punkt, den man halt im Auge behalten muss, weil im Zweifelsfall sonst einer hingehen kann und sagt, ja, aber mein Ruf ist doch völlig unbescholten. Also, das kann ja gar nicht sein. Weißt du, was ich meine? Ja. Genauso wie zum Beispiel eine Fraktion, die PvP macht, eine Gildenleitung haben kann, die völlig unbescholten ist. Wenn ich das richtig sehe. Oh. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich eine Bandit-Gruppe in Anführungszeichen habe, dann kann ich ja als, wenn ich mich selber nicht, mir die Hände nicht schmutzig machen, grundsätzlich mit einem sehr guten Ruf irgendwo auftreten, obwohl meine Fraktion an sich eigentlich nicht so gut dasteht. Ja. Und trotzdem könnte man mir nicht den Krieg erklären. Wenn du dieser Fraktion angehörst, dann, man erklärt ja auch keinen Personen den Krieg. Ich denke mal, das kommt dann halt ja genau darauf an, wie es dem Fraktionsführer geht. Ja, okay, dann kann es auch der Rest der Fraktion machen. Aber zum Thema, du kannst dann als der größte Gutmensch der Welt und so auftauchen. Naja, wenn du eine Fraktion von Meuchelmördern hast und dich aber selber als Gutmensch hinstellst, dann glaube ich nicht, dass dich dann jeder auch so behandelt. Nee, aber das System würde mich so behandeln. Das System weißt du, würde dich so behandeln, ja, aber du hast dann doch trotzdem noch im RP unendlich viele Möglichkeiten, dann trotzdem den Anführer für das, was er da verbockt hat, zur Rede zu stellen oder zur Verantwortung zu ziehen. Ich will ja nur aufzeigen, was meiner Meinung nach die Schwächen an diesem System sind. Ich finde das System insgesamt gut. Ich bin da eigentlich, also abgesehen von diesem ungesehenen Morden und so weiter, da kann man drüber diskutieren, aber insgesamt bin ich mit dem Rufsystem eigentlich sehr zufrieden. Also ich finde, es muss auch ein bisschen, wir müssen erst noch abwarten, wie es in-game ist. Es kann vielleicht noch der Punkt kommen, dass es noch überarbeitet werden muss, dass es vielleicht noch mal rausgenommen wird, kurzzeitig oder so. Also, es ist ja jetzt alles, bevor der Server da ist, ist es alles Theorie. Ja, aber wir können auch nur über das diskutieren, was wir als Theorie haben. Deswegen geben wir ja unseren Senf dazu. Ja, ich mag Senf. Eigentlich müsste ich mal genau wegen dieser Punkte eigentlich noch dazu schreiben oder den Spielern verklickern. Nur weil ein Ruf gut ist, heißt es nicht, dass es unbedingt auch eine sehr gute Person sein muss. Ja, aber das vielleicht ist halt der Gustav. Eben, das muss dann halt da irgendwie noch gesagt werden, dass das System eben unzureichend ist, aber eine grundlegende Basis darstellt. Vielleicht lässt man den Ruf auch einfach nicht jedem anzeigen. Ja, aber, ja. Sondern vielleicht nur irgendwelchen besonderen Personen, die im Gerichtssystem tätig sind, was auch immer. Oder dass es irgendeine Regelung gibt, dass der Ruf hatten zwar angezeigt wir, wird, da hatten aber wir vorhin doch schon was im Chat. Da ging es halt auch darum, ich finde es jetzt gerade nicht mehr so schnell, aber es ging auch darum, dass du ja halt diesen öffentlichen Ruf hast und den geheimen Ruf mehr oder minder. Und durch ein Tribunal oder sowas zum Beispiel auch dein geheimer Ruf dann öffentlich gemacht werden kann, weil dann ans Licht kommt, was du eigentlich für ein Arschloch bist. Genau. Ne? Und grundsätzlich könnte man ja sagen, Leute, die halt mit diesem Ruf arbeiten können, also zum Beispiel Exkommunikation hatten wir, ne? Das kann ja nicht jeder Geistliche machen. Ich weiß, Doktor, dass du das weißt. Ja. Nee, Data Doctor hat das geschrieben. Also, das halt zum Beispiel sowas wie, du kannst ja exkommuniziert werden bei einem schlechten Ruf, dass entsprechende Geistliche das auch machen können und der Rest halt nicht. Aber das ist dann wieder so eine Sache. Also
ich mag die Idee nicht, dass ich einen schlechten Ruf haben kann, obwohl es für andere keine Anzeichen dafür gibt. Ja. Das mag ich halt nicht so gerne. Ja. Ansonsten finde ich das Rufsystem super. Auch vor allen Dingen, dass man schwerer an Ruf kommt, als man ihn verlieren kann. Und, das hat Helly auch schon gesagt, dass die Kirche mehr im Mittelpunkt steht. Mich reizt zwar Kirche nicht, aber für euren Realismus ist das halt gut. Eure Realismus, du hast eben das Argument mit dem Realismus gebracht, ne? Ja, ich rede von Realismus unabhängig von Historie. Also unabhängig von Historie, zu der Zeit war die Kirche halt stark. Ja genau, aber der historische Realismus interessiert mich halt nicht. Hm. Der ist aber für sehr viele auf Autonien wichtig, was ich auch verstehe. Ja, in der Zeit durchaus. Eben. Ansonsten kann man auch Fantasy-Roleplay spielen. Ja, würde ich auch gerne, aber... Können auch Verzerrung spielen, ach nein. Ich würde auch Fantasy-Roleplayen, aber ja. Ich würde auch Fantasy-Roleplay machen, aber da gibt es so wenig gute Server. Also gibt es halt nur Server, die alle so in Richtung des RPGs gehen, wo du dann Jäger am Anfang dich für eine Rasse entscheidest und dann bist du Jäger oder Schmied oder sonst was. Du bist halt nicht so flexibel. Genau, das ist auch der Grund, warum ich auf Autonien gespielt habe, obwohl es kein Fantasy ist. Exakt. Und Dr. schrieb noch, aber grundsätzlich geht die Straße runter, mir kommt ein Unbekannter entgegen. Ich weiß auch nicht direkt, was das für einer ist. Ja. Ja. Lass D&D spielen, ich habe kein D&D. Hat jemand von euch D&D? Ich habe ganz viele, also mein Vater hat sehr viele D&D-Bücher und ich habe ganz viele Pathfinder-Bücher. Ich weiß, dass die ganzen Regelbücher zusammen irgendwie auf jeden Fall über 100 Euro kosten. Oh, und dann hast du die noch nicht in Cthulhu reingewagt. Oh Gott. Da hat Barry's mir erstmal näher gebracht, welche Preisklassen da rangieren. Oh ja. Das Gerichtsbarkeitssystem. So, ja. Was? Es gibt noch einen weiteren Weg, Ruf zu gewinnen. Dieser ist aber eher schmerzhaft, langwierig und beinhaltet unter anderem das Absitzen einer Strafe im Kerker. Hier kommt das Gerichtsbarkeitssystem ins Spiel. Kerker. Sobald ein Gefolge die Lehnsstufe der Freiherrschaft erreicht hat, ist es möglich, das Lehns-Upgrade Kerker auf euren Lehen zu errichten. Ja. Dies funktioniert durch einen Kerkerblock, welcher als Zentrum eures Kerkers fungiert. Ja. Kopfgeld und Verfolgung. Solltest du Mitglied der adlig privilegierten Oberschicht sein, bist du in der Lage, in einem Menü auf Spieler mit dem Verfolgerstatus ein Kopfgeld auszusetzen. Mehrere Adlige sind in der Lage, jeweils ein Kopfgeld auf den gleich Verfolgten auszusetzen. Sollte ein Verfolgter dann niedergeschlagen werden, findet sich im Ohnmachtsmenü neben Aufheben und Ausrauben noch die Funktion für Adligen Xy festnehmen. Solltest du letztere Möglichkeit auswählen, wird der Verfolgte in den Kerker des Adligen teleportiert, so wie es damals im Mittelalter Brauch war. Sollten mehrere Adlige auf dem Verfolgten ein Kopfgeld ausgesetzt haben, kannst du entscheiden, an welchen Adligen du den Halunken auslieferst. Abschließend bekommt der Adlige für die erfolgreiche Verfolgung Einfluss und der Fänger des Kopfgeld bar auf die Hand. Konsequenzen für den Verfolgten. Die Zeit, die der Gefangene im Kerker verbringen muss, hat den negativen Ruf als Multiplikator. Je übler der Täter, desto länger die Strafe. Das Warten ist jedoch nicht die einzige Strafe. Auch verliert der Gefangene Talente oder Fähigkeiten-Expertise, die wieder den negativen Ruf als Multiplikator hat. Sich einfangen lassen ist also kein Freifahrtsschein, der nur mit ein bisschen Warten verbunden ist, sondern tut auch richtig weh. Nach Absitzen einer Kerkerzeit wird der Spieler vor die Burg am Spawn teleportiert und bekommt einen Ruf von 0. Sonstiges. Jeder Adlige kann einen Ritter ernennen. Sollte ein Ritter für einen Adligen einen Verfolgten festnehmen, bekommt das Gefolge der beiden einen extra Einflussbonus, da es demonstriert hat, dass seine edlen Recken in der Lage sind, für Ordnung im Land zu sorgen. Sollte der Ruf des Verfolgten vor seiner Festnahme positiv werden, bevor er festgenommen wird, endet er die Verfolgung automatisch mit und kein Kopfgeld kann mehr für ihn kassiert werden. Finde ich sehr gut, dass der Knast Auswirkungen hat. Ja, wobei, ich finde es aber nicht gut, dass er ein Upgrade ist. Ich finde es gar nicht so schlecht, weil es ein Upgrade nur für Adlige ist. Und das macht in meinen Augen auch Sinn. Ja, weil du hast aber nicht dein Bauernhaus und richtest dir da einen Kerker ein, nur weil du kannst. Nee, ist ja auch Adlige mit mindestens Freidingsbums. Freiherrschaft. Aber ist das schon in Ordnung. Zweite oder so? Muss ich gleich nochmal nachgucken.
Wobei, warte. Das erste war, weiß ich nicht, Dorf, das zweite war, glaube ich, Vogt. Ich guck nochmal schnell nach. Ja, guck nochmal schnell nach. Also, vielleicht muss ich das nochmal ausführen. Ich finde es cool, dass es das als Upgrade gibt, dass du das dann halt so mit der Mechanik verbinden kannst. Ja. Und es wurde auch im Otonia-Discord geschrieben, dass die Zeit aktiv abgesessen werden, also du musst online sein. Was ich sehr gut finde, weil dann bist du auch mal gezwungen, im Gefängnis RP zu machen. Es sei denn, jemand stellt sich da dann einfach AFK hin und ignoriert alles. Was mich nicht wundern würde. Oh. Jetzt habe ich eine ewig lange Herleitung, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja. Ich finde, der RP-Teil kommt nur ein bisschen kurz. So, wie ich vorhin es schon mit eingebracht habe mit dem, wird der Verfolgte in den Kerker des Adligen teleportiert. Darf ich ganz kurz sagen, aber wie willst du das denn sonst umsetzen in Minecraft? Ich meine, es gibt Plugins, womit du Leute fesseln kannst und die quasi auch wie bei einem Pferd mit einer Leine oder so hinterherziehen kannst. Darf ich euch eine Sekunde unterbrechen? Das hat man damals mit einer so gemacht? Du darfst uns unterbrechen. Was okay, unterbrichst pass auf. Du denn? Also, Freiherrschaft ist aus zwei Vogteien, die aus einem Dorf entstehen. Also, ja, gut. Praktisch unter dem Herzog von Otonien. Was, also, macht schon Sinn. Nee, also es gibt Dorf, da dann Vogtei, dann Freiherrschaft. Das Höchste, weil der Herzog von Otonien ist ja das, was jetzt gerade der Typ in meinem Leben ist. Ja, pass auf, also hier ist die Aufteilung Dorf, dann Vogtei, dann Freiherrschaft und darüber das Herzogtum von Otonien. Finde ich aber auch sinnvoll. Damit also hast du im Grunde fast schon den höchsten Rang als Gerichtsbarkeit. Genau. So, die dann auch halt entsprechend sagen, hier, oder, keine Ahnung, du trittst an den Freiherrn heran und sagst so, ja, hier, der ist so und so böse, Beispiel nur, der ist so und so böse, ne, der hat das und das getan und der sagt so, na, so ein schlechter Bub, hier, Kopfgeld auf den raus. Und dann, Was? Was hat dann aber ein Dorfvorsteher oder ein Vogt noch für eine Bewandtnis, wenn er nicht für die Gerichtsbarkeit in seinen eigenen Landen verantwortlich ist? Dass er dir sagt, was du machen sollst. Entschuldigung, ja, ich füge mich schon in meine Rolle rein. Ja, er hat ja trotzdem noch Weisungsstärke. Nur er kann halt nicht, keine Ahnung, nein, einfach auf gut. Ja, genau. Er kann halt nicht auf gut Glück sagen, ja, du bist kacke, komm, wir spenden ein oder so. Wieso denn gut Glück? Es ist doch sein Land. Und ja, auch ja. Wenn er dann noch irgendwen noch ja. wen über sich hat, noch wenn er dann, auch wenn er dann noch wen über sich hat, glaube ich nicht, dass jeder Freiherr sich mit einer Tavernenprügelei von irgendwem auseinandersetzen will, wenn das in jedem zweiten Dorf gerade passiert. Beispiel, anderes Beispiel. Ist ein bisschen anders, aber trifft's eigentlich. Du bist Landbesitzer oder dir gehört ein Gut oder du bist halt vielleicht sogar adlig oder so. Da kommt irgend so ein Arsch und nimmt dir einfach dein Land weg und nimmt das jetzt einfach an sich. Das klärst du ja nicht mit dem, sondern das klärst du mit dem, der über dir ist. So, zu dem gehst du hin und sagst, so ist die Lage. Wenn er mir klaut, dann kläre ich das mit dem. Und wenn es dann nicht klappt, dann versuche ich eine höhere Instanz reinzubringen. Ich will das R-Wort nicht schon wieder sagen, aber Land klauen ist nochmal, ist ein ganz anderes Kaliber als. Das war ja nur ein Beispiel. Ja, aber es war, du bist in eine komplett andere Richtung gegangen als ich. Du hast mein Beispiel quasi komplett ignoriert. Ja, richtig. Mein Punkt war, dass du eben, ich will, dass du auch noch als kleinerer Gutsbesitzer vielleicht nicht unbedingt, Dorfvorstand, Vogt oder so, dass du da dann halt auch noch in deinen Landen sagen kannst, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Und dann kommen auch nochmal die Gesetze von oben drüber, die natürlich höher gewichtet sind. Ja. Aber ich will dann zum Beispiel auch selber eine Strafe verhängen können, wenn jemand das Huhn von nebenan klaut. Und das kannst ja, du doch auch bis zu einer gewissen Größe. Aber du kannst. Genau, dann halt das will ich ja, aber ich kann niemanden festsetzen. Ja, richtig. Nicht systemtechnisch zumindest. Ja. Du kannst natürlich versuchen, das RP-technisch anzuleiern. Der Punkt, auf den ich hinaus wollte, hätte mich mehr ausreden lassen, dass ich wissen wollte, ob das mit dem Upgrade jetzt sagt, okay, du brauchst das Upgrade, ansonsten darfst du nichts haben, wo du Leute festsetzen darfst. Nee, oder
ob du es auch sonst machen darfst. Weil du nimmst ja nicht nur Leute gefangen, wenn du irgendwie ein Kopfgeld auf ihn aussetzt oder irgendeinen Verfolgten festsetzt, sondern du bist zum Beispiel, du hast eine Fehde mit irgendwem oder gehen wir weg vom Krieg, du bist ein Adliger und dir hat irgendein Bauer nur ans Bein gepisst. Dann ja. Schickst du da auch deine Leute hin und sagst, fang den mal ein, zeig dem, wo es lang geht, und wenn er dann nicht gehorcht, fang den ein und lass den mal eine Weile bei uns. Ich stimme dir zu, allerdings nur eingeschränkt. Also ja, ich stimme dir grundsätzlich zu, dass es Sinn macht, dass du auch außerhalb des Systems, sag ich mal, das machen kannst. Andererseits musst du halt bedenken, nicht jedes Dorf hat einen Kerker. Also ab einer Vogtei zum Beispiel. Jedes Dorf hat aber irgendeinen Raum, wo er Leute einsperren konnte. Ja, ja, eine Scheune oder sowas, ne? Ja, genau, eben. Also ich stimme dir grundsätzlich zu, dass es durchaus möglich sein soll, dass auch nicht eigentlich von einem riesengroßen Gefangenenturm. Ach, schade. Genau, also ich stimme dir zu, dass es grundsätzlich außerhalb dieses Fraktionsupgrades, sag ich jetzt mal, möglich sein sollte, das auch RP-technisch zu tun. Es macht aber Sinn, dass das bei Adligen und einem Ruf von Verfolgter durchaus so gelöst werden kann. Mhm. Ich habe noch eine. Ja, nee, ich lasse euch erstmal anders diskutieren. Ich habe noch einen anderen Punkt, der mich irritiert an dem System. Ich bin fertig. Ach so. Okay, pass auf. Ich möchte mal nur ein kleines Gedankenspiel in den Raum werfen, ja? Aber nicht zu doll, der Boden ist gebohnt. Ja, pass auf. Also, nur ein ganz kleines Gedankenspiel von Alex, der versucht, die Regeln kaputt zu machen, ja? Wir sind eine Fraktion. Alle glücklich. Sayan ist unser Oberhaupt, Helly ist sein Ritter, ich existiere auch irgendwo. Gott, Pass auf. Wir werden jetzt unrealistisch. Wofür ist Einfluss gut? Wisst ihr das noch? Das ist lange her. Ich gerne noch mal vor. Ich habe es nämlich gerade extra noch mal nachgeguckt. Also pass auf, ja. Der Einfluss spiegelt einen Teil eurer Macht im Herzogtum wider und ist nicht physisch greifbar, bla bla bla. Einfluss wird neben den gefolgespezifischen Aktionen auch im Kriegssystem benötigt. So, jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind so eine ganz, ganz schlimme Gruppe, ja. Sayan ist der gute, brave Adlige, Helly ist sein Ritter und ich bin halt auch dabei. So, und jetzt überlegen wir uns, wie könnten wir denn unseren Einfluss vergrößern? Wie wäre es denn, wenn Alexander, der böse, böse, böse Bub, der Verfolgter wird, ja, auf den wird von Sayan ein Kopfgeld ausgesetzt. Und dann geht Helly hin als sein Ritter und schlägt Alexander nieder. Ja. Sayan macht eine Werbepause, bleibt dran, um den Stream zu unterstützen. Ja? Das bedeutet, unsere Fraktion bekommt doppelt, also Bonus-Einfluss, weil der Ritter von dem Adligen, der das Kopfgeld ausgesetzt hat, den Verfolgten in den Kerker gebracht hat. Gibt's irgendwas an dem System, was mir das verbieten würde? Also klar, Kopfgeld, also Konsequenzen für Alexander, der kommt in den Kerker und ich weiß nicht was, aber rein theoretisch. Reaper übrigens, moin. Ich sehe keine Werbepause, Helly. Nee, ich hab den Stream in der Mod-Übersicht laufen und da stand gerade, Herr Seim macht eine Werbeunterbrechung und dann lief eine Werbung. Das hatte ich nicht. Oh. Ich glaube, ich weiß warum, ich bin auf den falschen Knopf gekommen. Eigentlich wollte ich das machen. Was? Hey. Die liegen zu nah nebeneinander. Ach Gott, ah, okay. Hab ich schon gewundert, wann kommt das endlich? Okay. Ja. Also das mit dem TikTok-Doppelpunkt nicht vielleicht so in eine Nachricht packen, weil das. Das ist eine Nachricht. Das ist eine Nachricht. Das ist eine Zweigeschichte. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dumm. Okay. Also da muss ich nochmal drüber. Ist jemand, der einen Einwand gegen mein Gedankenspiel hat? Helly hat mich mit seiner Werbung rausgebracht. Ja, die Werbung hat mich auch verwirrt. Okay, ich versuch's nochmal ganz kurz zusammenzufassen, ja? Wir drei, eine Fraktion, Sayan ist Adliger und... Ja. Und du bist böse, Helly schlägt dich kaputt und... Genau. Ja, ab dann war ich raus. Ich auch. Okay, also ganz einfach, ja? Wir drei, eine Fraktion, Sayan ist Adliger, Helly, du bist sein Ritter, ich bin irgendein Dude in der Fraktion. Ich sorge dafür, dass ich den Ruf von Verfolgter bekomme. Sayan setzt auf mich ein Kopfgeld aus und du schlägst mich nieder und bringst mich in Sayans Kerker. Laut der Gerichtsbarkeit steht da ja, dass du dann, jeder Adlige kann einen Ritter ernennen, sollte der Ritter für seinen Adligen einen Verfolgten festnehmen, bekommt das Gefolge der beiden einen extra Einflussbonus. Ich könnte also darüber Einfluss regenerieren, wenn ich das wollte. Ja. Was heißt regenerieren? Überhaupt generieren? Ja, ja, aber ist das nicht irgendwie ein Fehler im System? Warum ist das ein Fehler im System? Ja, weil ich ja dulden... Jemanden abusen.
Genau, also ich kann dulden, jemanden aus meiner Fraktion damit beauftragen, sich einen schlechten Ruf zu machen, damit ich den festnehmen kann, um mir einen Schuss zu generieren. Ja, quasi den Dauertrunkenbold des Dorfes, der immer wieder irgendeinen Stress macht und dauerhaft irgendwie im Kerker sitzt. Ja gut, ich meine... darf ich meine Rolle nochmal überdenken? Ich meine, als Verfolgter musst du ja schon einiges getan haben, aber... Jetzt, ich rede ja nicht von uns, ich rede von Leuten, die vielleicht, weiß ich nicht, weißt du, so jemanden, der sowieso eigentlich nicht aktiv auf Otonien spielt, du hast viele Leute, davon kannst du einen abstellen, klar, der landet dauernd im Kerker und so, aber das ist ja egal. Aber ist das nicht irgendwie, keine Ahnung, das wäre so ein bisschen, wenn Alexander die Regeln brechen wollen würde, würde er das machen. Weil die Fraktion profitiert ja durchaus davon. Ja. Mhm. Vielleicht gibt es ja einen Cooldown, dass die gleiche Person nicht innerhalb von so und so vielen Stunden nicht alles hintereinander als Dingst markiert werden kann. Nee, das macht ja keinen Sinn. Also ich komme ja danach ist, wie viel man bekommt. Bitte? Ja, die Frage ist, wie viel man bekommt. Weiß ich nicht, also ist das so wichtig, wenn ich sage, es ist mir egal, ob die Person mitspielt oder nicht und die Person sagt, ja, ist egal, ihr könnt meinen Account benutzen. Wie gesagt, ich gehe nur davon aus, die Regeln brechen zu wollen gerade. Insgesamt bin ich mit dem Gerichtsbarkeitssystem eigentlich zufrieden. Ich versuche nur gerade Schwächen darin zu sehen. Bin aber auch kein Fan davon mit dem Teleportieren. Du kannst es ja... mal in die Mod-Richtung werfen. Admin-Richtung werfen und sagen, hier, ich möchte gerne gefesselt werden, wenn man mich wegschleift. Möchte nicht teleportiert werden, ich möchte durch den Dreck gezogen werden. Den Satz, ich möchte gerne gefesselt werden, sage ich auch außerhalb ganz oft. ganz ehrlich, ich hab's extra nur so ausgedrückt, weil ich gehofft habe, dass Helly wieder irgendwas draus macht. Sehr schön. Da musste Josh erstmal schlucken, ne? Das war schlucken, nicht spucken. Jedenfalls. Ich habe gerade Kopfkino gekriegt, das war. Josh. Ich hoffe, du schläfst heute noch gut. Jetzt ist Helly raus. Ich hab's gleich wieder. Was wollte ich sagen? Scheiße, sei das nicht. Ist das wolltest du hoffentlich nicht sagen. Ach so, ja. Bezüglich in Admin-Richtung und Mod und so werfen. Ich finde einfach die Möglichkeit cool, wenn Kopfgeld auf dich ausgesetzt wird und du bist vielleicht gerade auf dem Weg zu dieser einen letzten Fraktion, die noch gut zu dir steht, weil die dir Schutz gewähren. Mhm. Und dann wirst du aber auf dem Weg von einem Ritter oder sonst wem hart verprügelt, fest, ja. Richtig. Und dann dieser ganze Weg und wirst dann halt einfach zurückteleportiert und stehst dann da drin und denkst dir, wow, cool. Warum soll man nicht noch die Möglichkeit haben, indem du halt dahin transportiert werden musst, dass eben die anderen von dieser besagten Fraktion, die noch gut zu dir steht, dass da irgendjemand vielleicht vorbeikommt oder so und dich dann befreit. Weil wir dann, glaube ich. Jetzt kommt das große Aber, was ich auch noch sehe dabei. Meta. Da wirst du dann erschlagen und schreibst eben in der Discord-Gruppe, Leute, kommt mal raus und holt mich. Ja, zum einen das, zum anderen, wie willst du das dann mit dem Rufsystem in Verbindung bringen? Oder ich mache einen anderen Punkt. Nicht unbedingt, da kommt eine Gruppe und box sich dann raus, so die Meta gerufen wurde, sondern du hast dann den Weg, in dessen Verlauf du da weggebracht wirst und in den Zeitraum du zum Beispiel Zeit hast, mit deinem, ich nenne sie mal Entführer, zu reden. Ja. Und RP-lich dich vielleicht daraus zu wenden. Bei beiden haben wir das Problem, dass wir dann mit den Rufpunkten nicht arbeiten können. Ich glaube, dass ziemlich viel möglich ist und ich traue den Developern von Otonien inzwischen ziemlich viel zu, wenn die sagen, dass die da vieles selber machen. Ich weiß nicht, ob die das Rufsystem selber gemacht haben oder ob das schon von irgendwen kommt, weil ich hätte es schon nicht für möglich gefunden, dass du es so programmieren kannst, dass eine Abfrage passiert, wenn jemand wen umbringt, dass dann geschaut wird, ist jemand in der Nähe, sieht dich wer.
Kurz dazu einhakend, wenn ich darf. Ja. Was heißt denn Zeuge? Wenn jemand auf dem Berg steht und sieht, wie ich jemanden absteche, in Radius von 50 Blöcken oder 10? Das bezweifle ich sehr stark, aber ja, das ist dann halt die Frage, inwieweit das programmiert also, ist. Ob du einfach nur in der Renderdistanz sein musst, ob du in der Renderdistanz sein musst und dahin gucken kannst, ohne durch Wände zu gucken. Mhm. Genau, also mein Punkt ist halt, wenn es zum Beispiel nur in der Nähe sein ist, dann könnte ich in einem Haus jemanden ermorden und trotzdem würde es jemand mitbekommen. Was nicht zwingend, also was nicht zwingend sein muss. Klar, kann sein, dass ich ihn so ermorde, dass der noch schreit oder so. Kann aber auch sein, dass ich ihn einfach ungesehen absteche oder so. Und dann ist halt Nähe schon wieder schwierig für mich, weil, keine Ahnung, das macht dann halt wieder wenig Sinn. Ja. Ja. Also ich denke mal, dass sie das damit gelöst haben könnten. Wenn man ja F3B drückt, dann werden ja Hitboxen angezeigt. Und dann gibt es ja auch bei den Hitboxen, bei den Köpfen, gibt es ja diesen blauen Strich, der von den Köpfen weggeht. Das beschreibt ja dann die Blickrichtung. Der das dann ja auch alles an, jetzt zum Beispiel bei den Mobs, wenn die dich mit diesem blauen Strich erkennen, wenn du weit nah genug dran bist, dann erkennen die dich und laufen auf dich zu und greifen dich an. Ich denke mal, so ähnlich wird das auch funktionieren. Dass wenn du zwar nicht mit diesem blauen Strich genau diesen Mord tagest, sondern in einem etwas größeren Toleranzbereich und du auch dicht genug dran bist, dass du es überhaupt sehen kannst, könnte ich mir vorstellen, dass es dann so sein kann. Ich habe gerade noch einen anderen Punkt gelesen im Q&A, den ich ganz kurz, der Doktor schreibt ja noch dazu, Nethermen sehen dich doch auch. Anführungsstrich. Ja. Neverman? Ja, also im Sinne Enderman meint er, Enderman, glaube ich. Enderman, ja. Ach so. Ja. Ich meine, ich kann mir da auch unterschiedliche Dinge vorstellen. Also Line of Sight wäre schon irgendwie sinnvoll in meinen Augen. Ja, also, definitiv. Wie auch immer das System dann nachher aussieht, aber so, dass du siehst, was passiert, sag ich jetzt mal. Ja, anders kann ich mir halt auch nicht vorstellen. Ja. Alles andere in der Nähe sein würde keinen Sinn ergeben. Ja. Ja, Enderman und die Technik kann man sicher zwischen Spielern abusen. Boah, das ist so tief in der Systematik drin, ne? Beschäftige ich mich nie mit. Ja, dafür kenne ich mich zu wenig aus. Kann ich noch einen anderen Punkt anschneiden oder wollen wir den hier noch weiter diskutieren? Weiß nicht. mach mal einen anderen Punkt. Ja, mach okay. Mal. Ich lese kurz aus dem Q&A-Channel vor. Bisher ist bei einem Angriff nur auf Selbstverteidigung eingegangen. Wenn ich als außenstehender Spieler gerade Zeuge eines Angriffs werde und mich dazu entscheide, der angegriffenen Person zu helfen, dabei aber den Aggressor töte, erleide ich dann auch Rufverlust? Weil das System erkennt nur, du hast jemanden umgehauen, der dich vorher nicht angegriffen hat. Und wer zuvor, genau. Auch schwierig. Ja. Das stimmt allerdings. Dann wäre halt die Frage, ob man das löst Frage mit einem gewissen Ruf. Also wenn der ihn zum Beispiel schon verfolgt als Ruf hat und wird niedergeschlagen, dass du dann halt sagst, ist das nicht sogar gesagt worden? Moment. Ja, aber finde ich schwierig. Guck mal, dann, du beschreibst ja im Grunde auch die Situation, dass jemand verfolgt wird, der eine Straftat begangen hat von jemandem, der ihn festnehmen soll. Du weißt es aber nicht. Du erschlägst also den Verfolgten, weil du glaubst, du musst ihm helfen. Dadurch hast du ja eine noch schwerere Straftat im Grunde mit begangen. Ja. Wie willst du das festhalten? Also insofern werde ich gerade widerlegt. Minus 26 bis minus 50 ist der Rang Verfolgter und du kannst ohne Rufverlust getötet werden. Das heißt, wenn du auf jeden Fall jemanden hast, ne, also wenn jemand wirklich schlecht ist, dann kannst du den umbringen, ohne dass er. So, aber angenommen auch einfach bringt aber trotzdem für das, was ich gerade beschrieben habe, immer noch dieselbe Problematik mit sich. Du erschlägst ja im Grunde den Sheriff, also. Genau, aber auch wenn ich in der Kneipenschlägerei bin und versuche zwei Leute auseinanderzubringen, schlage ich halt jemanden im Zweifelsfall K.O. Obwohl das im Zweifelsfall gerade gar nichts Schlechtes ist in dem Sinne. Also das System würde wahrscheinlich werten, ist was Negatives im Ruf, aber normalerweise, also eigentlich wäre es halt. Ne? Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Finde ich eine gute Frage im Q&A-Channel. Was? Nein, kann nicht sein. Da muss ein Tribunal abgehalten werden. Okay. Sagt Creeper. Sind denn die 5 Minuten eigentlich schon vorbei? Geh mal gerade auf Toilette. guten Rutsch.
Schwimm nicht so weit raus. Verlauf dich nicht. Früh schön. Wollen wir kurz noch abschließend mit reinnehmen? Dann haben wir immer noch Zeit zu Ja, dann schließe ich mal eben ab. Mhm. Abschließend. Aber nicht den Schlüssel verlieren. Gibt es noch ein paar Ausnahmen im Krieg oder in Kriegen oder Fäden ist Mord am Feind natürlich nicht mit einem Rufverlust verbunden. Für Turniere und simple Duelle werden wir eine Funktion zur Verfügung stellen, in welcher Sie Spiele ohne Rufverlust bekämpfen und duellieren können. Also das Beste drauf. Wir hoffen, euch hat dieser Einblick in das System des Rufes gefallen und freuen uns wie immer auf Feedback, ob Lob oder Lob oder Lob oder Lob oder Kritik. Brauchst mal wieder ein Schlag in den Nacken, ey. Das ist ganz seltsam. Euer Otonien-Team. Ist gerade irgendwie so drin, ist ganz seltsam. Ah. Was wieder funktioniert. Diese komische automatische Vorlesestimme, ne? Ja. Gibt es noch ein paar Ausnahmen in Fehlkriegen oder Fäden? Das wäre so eine Vorlesestimme. oder die Vorlesestimme beim Translator, die immer alles falsch betont. Ja. Ganz schrecklich. Erinnert mich an einen, der mir mal weismachen wollte, dass er mit dem Google-Übersetzer Chinesisch lernt. Wo ich da meinte, du weißt, dass die Aussprache vom Google-Übersetzer da wahrscheinlich nicht ganz so toll ist. Hä, wieso denn? Naja, mal die Deutsche angehört? Weißt du, dann kommt er hierher, hat Deutsch gelernt oder sowas. Hallo, guten Tag, ich möchte Brötchen kaufen, bitte. Nee, hallo, ich möchte Brötchen kaufen, bitte. Da bin ich wieder. Willkommen zurück. Ja. Ich hoffe, es war angenehm. Du hast eine schöne Zeit. Ja. Ich habe mir einen kurzen Artikel über eine KI durchgelesen, die in 6 Stunden 40.000 Chemiewaffen hergestellt hat. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Interessanter Artikel. Ja. Du bist aber ein Schnellleser. Also du drückst und liest gleichzeitig so schnell, dass du in wie vielen Minuten wieder hier warst? Speed-Multitasking. Das Ganze hatte ja nur irgendwie 3-4 Abschnitte. Also. Okay. Also du hast die Überschriften wieder gelesen. Nee, ich habe den Einstieg weggelassen, weil der sowieso schon im Titel steht. Alles gut. Ja. Ja. Na, und du hast dir während deines Ganges vom Klo bis wieder her zum PC bestimmt irgendwie schon wieder Kritikpunkte einfallen lassen und Systembrüche dir ausgedacht? Nee, tatsächlich nicht. Ich überlege aber gerade noch. Okay. Dann spreche ich nochmal einen Punkt an. Ja. Ich weiß schon, bei seinen Rennen jetzt mir schon wieder die Schweißperlen. Halbe Stunde für den Satz gebraucht. Muss es kurz wiederfinden, weil ich war gerade in einem anderen Tab. Bezüglich, dass man im Kerker, nachdem man im Kerker war, wieder einen Ruf von 25 hat? Null. Nee, null. Null war es, glaube ich, ne? Mhm. Ja, genau. Finde ich zu krass. Das habe ich auch in den Q&A-Channel geschrieben. Dass ich finde, dass es wenig Sinn ergibt, dass du, sagen wir mal, du hast wen umgebracht. Mhm. Oder ausgeraubt. Sagen wir mal nur ausgeraubt. Ja. Das ist dann nicht zwingend mit einer Todesstrafe verbunden. Und du warst dann im Kerker für ich habe keine Ahnung, was da der Schlüssel ist, sagen wir jetzt mal, für eine Stunde. Ja. Kommst dann wieder raus und bist von all deinen Sünden reingewaschen. Hast wieder einen Ruf von null. Ich finde, man sollte auch Ablassbriefe kaufen. Bin ich dafür. Oh nein, bitte gib mir nicht den Vorschlag mit Ablassbrief. Da werden die Rich Boys sich nur Ablassbriefe kaufen. Ich finde, dass man das nicht auf 0 setzen sollte, sondern auf den Bereich zwischen minus 1 und minus 25, dass du halt noch geächtet bist. Weil dass du dann nicht mehr verfolgt wirst und so, ist klar, aber wenn die Leute wissen halt alle, und du warst im Knast. Ja, so in etwa. Und die haben dich alle in den Popo gefangen. Wenn du vorher Knast, vielleicht nur geächtet warst, also wenn du vorher schon nur geächtet warst, dann kann man das gerne wieder auf 0 setzen. Oder vielleicht auch auf 5 oder so, aber wenn du exkommunizierbar warst, dann mal eben im Gefängnis warst und dann
wieder alles gut ist, ich weiß ja nicht. Also zwei Punkte dazu. Zum einen, wenn du geächteter warst, kannst du ja nicht durch das System in den Kerker kommen, weil das ist erst möglich ab minus 26, also ab Verfolgter. Und zweitens finde ich das ganz gut, auch mit Blick auf Realismus, denn ich verstehe deinen Punkt, aber es geht ja nur darum, dass du vor dem Gerichtsbarkeitssystem wieder auf Null bist. Und das macht auch durchaus Sinn, meiner Meinung nach, auch in der Realität, denn wenn du deine Gefängnisstrafe abgesessen hast, bist du wieder frei. Und dann eben, also dann hast du halt keine Einschränkungen mehr dadurch. Das ist ja deine Strafe in dem Sinne. Ja, alle anderen wissen, du hast wen umgebracht, das stimmt, die werden dich auch so behandeln. Aber vor dem System, also dem Gerechtigkeitssystem von Ottonien, rein vom technischen Aspekt, macht das durchaus Sinn, dass du bei Null bist, meiner Meinung nach. Hm. Ja. Was? Habe ich nichts zu sagen. Ja, ich wie so Bauern. Ach, Bauernaufstände? Wer kennt sie nicht? Wir behalten uns das im Hinterkopf, allerdings nur, wenn meine Position dadurch nicht gefährdet wird. Wir sind ja keine Bauern. Wir sind Frakinatoren. Was ich ein bisschen anderes. Was ich ein bisschen schade an dem System finde, ist, dass es halt sehr wenige Dinge gibt, die dir Rufverlust bescheren. Also eine lange Liste an Morden, Schloss knacken und aus dem Kloster austreten. Den NPC schlagen lasse ich jetzt mal weg, weil... Ja, das ist... Ne? Aber es gibt halt ganz viele Dinge, sowas wie Ehebruch zum Beispiel, könntest du ja auch bestrafen. Oder, also ja, das ist halt immer so eine technische Frage, aber es ist halt auf drei Sachen beschränkt, würde ich sagen. Wo es zwar Sinn macht, dass du, also zumindest bei denen, wo du gesehen wirst, dass es Sinn macht. Aber irgendwie gibt es halt noch ganz viel anderes, meiner Meinung nach, was da noch mit rein könnte. Übrigens, ich verstehe die Logik nicht, dass man bei Schlösserknacken erwischt werden muss, um Minusruf zu bekommen, aber bei den anderen reicht es, wenn man nicht gesehen wird. Ja, ungesehen morden halt, ne, so. Ja, beispielsweise. Also entweder beides oder keins von beiden, meiner Meinung nach. Meinetwegen minus 2,5, wenn du nicht gesehen wirst beim Schlossknacken und minus 5, wenn du gesehen wirst. Das macht für mich nicht Sinn, dass es zwei unterschiedliche Systeme da gibt. Ja, insgesamt ein solides System, würde ich sagen. Gülle. Dieser Scheißnachbar und sein Kamin, ey. Er hat bestimmt so extra den Schornstein so richtig zu deinem Fenster gelegt. Sein Schornstein ist zu tief. Das Blag, das räuchere ich jetzt aus. Der ist zu tief, der Schornstein. Das ist gegen die Bauverordnung. Und dann hast du, und dann hast du noch kein Amt angerufen? Bist du Ausländer? Oh Gott. Position zu gefährden, das ist richtig grundlegend. Creeper, du bist eindeutig zu lange da. Die brennt schon in die Synapsen durch. Tatsächlich habe ich nichts mehr anzusprechen. Ich habe fertig. Ich tatsächlich auch nicht. Sie ging doch recht fix. Ja. Also ich würde sagen, ja. Grundlegend solides System mit ein paar Sinneslücken oder Regelanfälligkeiten in meinen Augen. Sinneslücken, das hast du schön ausgedrückt. Ja, aus meiner Sicht halt Sinneslücken. Ging in der Tat etwas schnell, oder? Die Ottonien-Leute haben einfach zu wenig geschrieben. Aha. Ich meine, da kann sich halt auch immer noch viel ändern, aber das, was auch, also du kannst dann über das diskutieren, was du jetzt siehst. Oder als Konzept hast. Ja. Hier eben gerade nochmal, aber ich weiß nicht, ob ich da noch was finde, Entwicklungsdiskussionen offen. Ich guck gerade noch in den Q&A. Wird es dann eine Möglichkeit geben, um seinen eigenen Ruf genau zu erfahren, oder geht das nur ungefähr über NPCs? Es wäre sinnvoll in meinen Augen, wenn man seinen eigenen Ruf genau kennen würde. Entschuldigung, nochmal. Die Frage war, wird es dann eine Möglichkeit geben, um seinen eigenen Ruf genau zu erfahren, oder geht das nur ungefähr, indem man schaut, was die NPCs zu einem sagen? Macht das mir die ganze Zeit angezeigt. Also ich gehe zumindest davon aus, dass es mir selber auf jeden Fall angezeigt werden sollte. Ja.
Kann man ja in so in dieses Charaktermenü einfügen, was man früher hatte auf Photonien. Das wird es ja, ja bestimmt auch wieder geben. Die Entwicklungsdiskussion ist nicht sehr aufschlussreich. Zählen eigene Vasallen auch als Zeugen? Hatten wir noch nicht, glaube ich, ist aber ein guter Punkt von Lacobos. Wie lässt sich das etwa mit Selbstverteidigung im Rufsystem sehen? Das war ja, also hatten wir ja nicht ganz so, aber etwa, das wäre halt noch der Punkt gewesen, wie sie das anschauen. Aus welchen Personen Strafe machen oder gering sei es in die. Nicht verschwindet. Wie läuft das denn beim Diebstahl aus, wenn der Dieb versucht zu fliehen oder der Eindringling mit Waffengewalt entgegnet wird? Ja. Hat man das auch schon? Das zweite, also falls du das gerade liest, mit jemand bricht zum Beispiel bei dir ein oder bestiehlt dich gerade und du erschlägst dann zum Beispiel den Dieb. Ja genau, das war ja das, was wir eben hatten mit, wenn du jemanden angreifst, der eigentlich gerade der Böse ist. Ob das System dann erkennen kann, okay, du greifst gerade jemanden an, der sowieso schlecht ist. Ja. Ja. Das ist nicht perfekt ausgereift, aber das Grundgerüst gefällt mir, würde ich sagen. Das wäre momentan ein Fall. Wir überlegen hier aber das Ganze anzupassen, dass man, falls man einen negativen Ruf hat, in solchen Fällen die jeweiligen Werte abgezogen bekommt. Schreibt Dovi das. Ich glaube, das bezog sich auf Jakobos Rechnung mit das, was wir vorhin, glaube ich, auch angesprochen hatten. Mit den mysteriösen Werten dann, wenn du sowieso einen negativen Ruf hast. Minus 50 irgendwie abgezogen kriegst. Ich würde mir tatsächlich auch was wünschen, was es auf vielen GTA-RP-Servern gibt, dass du noch so ein unsichtbares Karma-System hast. Für gewisse Taten bekommst du halt positives oder was heißt, ja doch, positives, negatives Karma, nur so ganz geringe Werte und so, dass du auch nicht einsehen kannst, aber dass je nachdem, wie niedrig das ist, vielleicht du auch irgendwann eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hast, dass wenn du erschlagen wirst, dass da dann halt nicht dasteht, du bist ohnmächtig, sondern das war dann halt mal ein Schlag zu viel. Was echt ärgerlich sein kann, aber meiner Meinung nach auch vielleicht das ein bisschen hervorheben kann, dass du ein bisschen vorsichtiger mit deinem Leben umgehst. Sorry, das habe ich gerade nicht ganz verstanden. Ich bin nicht mitgekommen. Dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass dein Char stirbt, so dass du vielleicht, weiß ich nicht, wie man das in Minecraft regelt, dass du eine Stunde lang nicht mehr connecten kannst. So, das wird dir dadurch gezeigt. Was weiß ich. Aber halt, dass du dann nicht da liegst, um wieder aufgehoben zu werden. Oder höchstens vielleicht ausrauben. Aber dass du dann halt einfach, dass dein Char dann halt einfach tot ist. Nee, das möchte ich nicht haben. Warum nicht? Das möchte ich aus zwei Gründen nicht haben. Erstens ist ja voll blöd, wenn du jemanden niederschlägst, um den halt mitzunehmen. Und weil der ein schlechtes Karma hat, kannst du den auf einmal nicht mehr mitnehmen. Dann musst du damit leben. Ja, aber das ist ja doof. Das ist ja du was, musst es halt so ausspielen, dass du falsch zugeschlagen hast. Ja, aber das ist ja dann was, was. Also, weil der andere was falsch gemacht hast, musst du die Konsequenzen dafür tragen. Das finde ich doof. Deswegen, ich sag ja nicht, dass, okay, du hast jetzt minus 100 Karma, du stirbst auf jeden Fall. Ja, also, keine Ahnung. Ich finde halt, wenn du was Negatives tust, dann sollte das auch auf dich auswirken und nicht auf das, was ein anderer macht irgendwie. Ja, aber wenn dann jemand anders den tötet und wenn da ein Kopfgeld auf den ausgesetzt ist, dann muss ja auch keiner wissen, dass du den jetzt umgehauen hast oder so. Und also ich mag die Idee nicht tatsächlich. Aber es geht mir prinzipiell darum, dass man vorsichtig mit seinem Leben umgeht, was halt niemand macht. Ja gut, aber dadurch, dass ich halt das Ohnmächtigkeitssystem habe und sowieso nicht direkt sterbe, ist das halt immer so, brauche ich dann noch ein zweites System? Warum? Ja, weil ich... Was hat Ohnmacht mit Sterben zu tun? Ja, du stirbst halt nicht direkt. Ja genau, das war ja mein Punkt. Deswegen habe ich ja keinen Grund, irgendwie mich irgendwo zurückzuhalten.
verstehe deinen Punkt, aber das ganze System gefällt mir im Kopf nicht. Es ist nichts, was wo ich jetzt sage, das muss jetzt unbedingt drin sein, sondern nur eine Idee. Keine Ahnung, also für mich würde es halt Sinn machen, ein Rufsystem zu haben und nicht noch ein zusätzliches Karma-System oder sowas nebenbei zu haben. Also, weil dann würdest du ja... Du da zu viel rein. Das soll nur ganz... Es soll jetzt nicht so sein, dass jede Woche 20 Leute sterben deswegen. Sondern eine ganz, 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 ganz kleine Wahrscheinlichkeit, dass die da ist. Es gab auch Server, die gesagt haben, wir haben das. Und dann hatten die das aber gar nicht. Und trotzdem waren aber Leute dann vorsichtiger. Weiß ich nicht. Es geht mir wirklich vor allem um den Punkt, dass man einfach vorsichtiger mit seinem Leben ist. Weil, naja, Bauer XY, der sich gegen einen Ritter stellt und dann einfach immer wieder respawnt und den wieder angreift. Doktor schrieb Spielmechanik statt RNG. Ich weiß nicht, was RNG heißt. RNG, Random Number Generator. Jetzt bin ich schlauer, alles klar. Zufall. Sehr schön. Gibt es einen Grund, warum das über ein Karma-System, über deine Taten sein muss und nicht einfach Zufall, also wirklich Zufall sein kann? Weil Karma ist ja so eine Sache, ich sag mal, mythischer Art, die dich für was bestraft, was du gemacht hast, ohne dass es halt irgendeiner Grundlage von Realismus. Okay, dann versteife ich mich halt nicht auf dieses Karma-System, aber dass es diese Wahrscheinlichkeit gibt. Also, wenn es sie grundsätzlich gäbe, wäre ich dafür. Also, dass es halt grundsätzlich sein kann, dass du halt stirbst, statt niederschlagen zu werden, kann ich verstehen. Wenn es halt nicht abhängig von... Wie will denn der Data-Doktor das spielmechanisch machen? Anstelle so, wie wir es jetzt gesagt haben. Ja gut, das ist halt eine Sache, da kann ich nicht mitdiskutieren, weil ich von Informatik null Ahnung habe. Ich will jetzt kein Programmpfad wissen, sondern die Idee. Wir haben ja auch gerade über eine Mechanik geredet. Ich bin sowas von hinten dran bei diesen Themen, ne? Ja. Warum bist du da hinten dran? Ich bin mir zu sehr in die Materie. Heute habt ihr es echt nicht so mit auf den Punkt kommen, ne? Nee. Hallo. Ich muss mir jetzt auch einen Spruch verkneifen, aber ja. Ja, was hallo! Hey! Fra! Hi! Ja. Ich meine, ihr nehmt das Karma-System anstatt eines Zufalls. Wo ist am Ende für den Spieler der Unterschied? Der Unterschied ist, dass du es beeinflussen kannst. Also in dem Sinne hat Helly recht, bei einem Karma-System, das offen bekannt ist, wäre der Spieler grundsätzlich vorsichtiger oder dazu bemüht, sich ein positives Karma zu erwirtschaften. Damit er eben nicht von dem Karma getroffen wird. Wenn es reiner Zufall ist, kannst du es eh nicht beeinflussen. Aber das mag ich eigentlich. Weil es halt Zufall ist. Karma ist halt, also der Grund, warum ich gegen dieses Karma-System argumentiert habe, ist, Karma ist ja, es ging aber um ein geheimes Karma. Ja, aber trotzdem müsste ja bekannt sein, welche Taten ein positives oder negatives Karma verursachen. Oder nicht? Nö. Hä? Dann kannst du es auch nicht beeinflussen. Ja, aber wofür habe ich es dann? Also, damit es reicht diese ja auch schon nur zu sagen, dass es sowas gibt, aber es muss es ja nicht geben. Es hat genau den gleichen Effekt. Das, was ich gerade eben gesagt habe. Das hat genau den gleichen Effekt wie Kameraattrappen. Es reicht, wenn Menschen glauben, dass sie beobachtet werden. Alleine darum benehmen sie sich besser. Allein einfach sagen, es gibt jetzt dieses System und mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,03% könnt ihr, wenn ihr K.O. geschlagen werdet, sterben. Von einem Spieler K.O. geschlagen werdet. Und dann gibt es vielleicht dann doch noch so den einen oder anderen, ich glaube nicht alle, die Masse wird das ignorieren, aber den einen oder anderen, der dann mal sagt, okay, ich stürze mich jetzt vielleicht nicht Hals über Kopf alleine gegen 5 Leute in der Schlacht. Ach nee, ich bin ja in Minecraft, da kommst du doch auf den Skill und nicht auf die Masse an. Bestes Beispiel, das Turnier, wo die beiden angegriffen haben. Keine Ahnung. Ich hab die Namen vergessen. Ich war aber kein Turnier dabei. Keine Ahnung, ich finde halt, Karma ist halt ein Konstrukt und halt, also es ist halt eine reine, weiß ich nicht, geistige Theorie, ist ja nichts
Bewiesenes oder Realistisches in dem Sinne. Also deshalb hätte ich halt. Willst du jetzt wirklich mit mir über die Existenz von Karma wegen einer Spielmechanik diskutieren? Ja, wenn du sie einführen willst, dann finde ich sie diskutabel, weil es okay, halt. Okay, dann bin ich dafür, dass wir die Kirche aus dem Spiel lassen, weil es gibt keinen Beweis dafür, dass es Gott gibt. Nee, aber die Kirche gibt es. Karma kannst du nicht beweisen, die Existenz der Kirche schon. Ja, aber es gibt auch Leute, die an Karma glauben. Das ist richtig, aber es ist ein Unterschied, ob ich eine Organisation habe, die an etwas glaubt und tatsächlich existiert. Ja, danke Data, Dr. Karma ist ein Name. Nenn es Todeswahrscheinlichkeit. Genau, aber es ist eine Wahrscheinlichkeit, die ich nicht, also meiner Meinung nach, nicht beeinflussen kann. Aber deshalb würde ich bei Zufall bleiben. Ist ein Glauben mit verankert? Deswegen soll die Wahrscheinlichkeit ja auch so minimal sein. Ja, und aber es soll halt dann auch nicht dein Verhalten irgendwie jetzt beeinflussen, weil du denkst, oh nein, ich habe minus 10 Karma, ich gehe jetzt und helfe der alten Dame. Sondern, dass du trotzdem noch deinen Char hast und aufgrund dessen, wie du ihn spielst, halt dann sowas hast. Aber lass das, verkrampf dich nicht so auf die Punkte, habe ich ja eben schon gesagt, was alle wieder vergessen haben, dass man das mit den Punkten auch wieder weglassen kann und das einfach zu einer generellen Wahrscheinlichkeit macht. Dagegen habe ich auch nichts. Die dann aber sehr, 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 sehr gering ist und vielleicht auch erst einsetzt, nachdem du das 20. Mal von einem Spieler erschlagen wurdest. Ja, da ist wieder mein Punkt, das will ich nicht. Also wenn du sagst, es gibt eine grundsätzliche Wahrscheinlichkeit, dass du einen zu viel drüber kriegst, bin ich voll bei dir. Finde ich eine gute Idee. Ja, okay, dann spawnst du, wirst einmal geschlagen, hast Pech, dann schaust tot. Was ich nicht an dem System mag, ist, dass deine Taten das beeinflussen. Das ist mein Problem daran. Das habe ich ja, ich habe doch gerade gesagt, dass das mit den Punkten nicht mehr so ist. Das habe ich doch gerade gesagt, dass ich das ohne die Punkte will. Was meinst du jetzt mit beeinflussen? Du möchtest doch etwas, das die Wahrscheinlichkeit beeinflusst und dafür sorgt, dass du dich vorsichtiger verhältst. Nein. Ja, wenn es eine generelle Wahrscheinlichkeit ist, hat das von meinem Verhalten nichts. Ich hab doch gerade gesagt, generelle Wahrscheinlichkeit. Ja, aber was daran hindert dich denn dann zu sagen, ich mache etwas oder ich mache etwas nicht? Dass du eben weißt, also einfach, dass du vorsichtiger in Kämpfen bist. Gerade eben warst du doch noch dafür, jetzt auf einmal dagegen. Nee, mein Problem ist, vorher hieß es, mein Verhalten beeinflusst die Wahrscheinlichkeit. Und jetzt kommst du mit, nein, es ist eine generelle Wahrscheinlichkeit, auf die ich keinen Einfluss habe. Das hast du doch gerade gesagt. Helly, du hast eben noch gesagt, deine erste Idee war ein System, bei dem dein Verhalten ein positives nicht, oder negatives. Dann habe ich ungefähr 50 Mal gesagt, dass man es nicht beeinflussen kann und dass es eine grundsätzliche Wahrscheinlichkeit ist. Dann hast du gesagt, bin ich also mit der grundlegenden Wahrscheinlichkeit bin ich zufrieden. Ja, bin ich ja auch. Hä? Aber ich verstehe nicht, warum eine grundlegendere Wahrscheinlichkeit auf einmal dafür sorgt, dass du etwas tust oder nicht tust. Also nicht in Kämpfen, sondern davor schon. Dass du überhaupt die Wahrscheinlichkeit hast, dass dein Char stirbt, die hast du so jetzt nicht. Ja, und? Dass du dann... Okay, egal, du... Ja, es ist wieder so eine Grundsatzdiskussion, wo du eh niemals mir zuhören wirst, also passt schon. Guti. Dann macht ihr mal noch ein bisschen weiter. Ich entspanne mich ein bisschen und guck nach Aquarien. Okay. Macht's gut. Okay. Das sind jetzt beide auf einmal weg. Ja. Was ist denn passiert? Ellie. Ich weiß gar nicht, was hier jetzt abging. Was Scheiße. Ellie ist in Rage-Mode übergegangen. Oh Mann, ey. Ich habe einfach die Stecker gezogen am PC. Oh, ja. Man hat das Britzeln vom Stecker noch gehört. Also ganz ehrlich, ich hätte meine Kopfhörer nicht anfassen können, ne? Weil da so viel Spannung gerade drauf war. Ja. Ey, sofort auch eine gewischt bekommen. Ich hatte auch richtig Angst, was zu sagen. Ich aber auch nicht. Vollkommen, lass sie machen. Lass sie einfach machen. Durch die grundsätzliche Möglichkeit, die man nicht beeinflussen kann, dass dein Char sterben kann, spielt man stellenweise vorsichtiger. War, glaube ich, die Idee. Doktor, wir schneiden das Thema jetzt gar nicht mehr an. Wir lassen das jetzt weg. Nee, sonst fangen wir auch noch an zu diskutieren. Das ist zu gefährlich. Lass es. Lass es. Also nein, wir machen dazu jetzt nichts mehr. Sondern wir machen den. Kurz im Discord, so hatte ich das gerade bildlich vor Augen. Original. Vor allem, also wenn man es so will, sorry an euch beiden, ne, aber es war wegen so einer Kleinigkeit.
Es ging doch hier nur um das scheiß Rufsystem. Und ihr seid irgendwo bei einem Karma gewesen. Lacker, seit wann streamst du? Seit einer Stunde 44 Minuten. Du bist pünktlich. Wir sind am Ende des Streams. Hey, Blacker. Und du hast den besten Bitchfight gerade wieder verpasst. Wenn ich das stehen lassen will. Oh, ich meine, hi, Helly. Ja, es ging immer noch um das Rufsystem und um eine Erweiterung dessen und was ich mir da gerne hätte. Warum dann da so ein Fass aufgemacht wird, wusste ich jetzt auch, habe ich jetzt auch nicht verstanden. Joshua und ich trauen uns trotzdem jetzt nichts zu sagen. Ich würde ruhig was sagen, solange es dann nicht die ganze Zeit geht. Ja, ich will das. Ja, okay, dann kriegst du das. Ja, aber ich will das nicht. Ist das vollkommen okay? Selbstverständlich lade ich das wieder hoch. Ich war zum Ende hin sehr verwirrt und wusste gar nicht mehr, wie, was, worum. Ich bin gedanklich auch ausgestiegen und habe den Chat beobachtet. Aber ich... Also ich wäre tatsächlich, um das jetzt mal abzuschließen, einfach nur dafür zu sagen, sowas gibt es, aber sowas gibt es halt nicht. Ja, das, was ich auch ungefähr 20 Mal gesagt habe. Josh, lass es einfach. Aber worauf nö, nicht eingegangen wurde. Also alles sagen, gut, kann er doch sagen. Ich hab nichts dagegen gesagt. Einfach nur zu sagen, den Spielern, so Leute, es gibt sowas, auf, aber insgeheim gibt es das. Das ist, dafür bin ich. So, Schluss aus Ende. Thema geschlossen. Ja. Wir müssen zumindest nicht übertreiben und sagen, ich rede nicht, wenn ich da bin, ich kann auch gehen. Hm? Nee. Nein, es ging um René. Traut euch nicht, was zu sagen. Nein. Nein, und eigentlich. Du warst ja gar nicht gemeint. Und eigentlich wäre ich jetzt auch Richtung Ende gedriftet des Streams tatsächlich, wenn wir dann jetzt peitschenden Adern verlassen werden. Oh. Ja, ist ja gut. Ich muss gleich wieder auf Toilette, danke dafür. Ja, weißt du, ich sorge dafür, dass du hydriert bleibst hier. Das ist auch wieder wahr. Aber du sorgst dafür, dass ich dann mehr Werbepausen einspiele, weil ich aufs Klo muss. Du hattest bis jetzt nur eine Werbepause und die war ungewollt. Richtig. Und dann auch nicht mehr beeilt. Du warst nicht einmal auf Toilette in den 1 Stunde 47 Minuten und 25 Sekunden. So, und das, was das Video angeht, René, das machen wir im nächsten Stream. Der Stream hier ist jetzt einfach nur Update-Stream. Und René, lass es einfach. Und genau. Blablabla. Genau. Was ich sagen wollte. Ich will Utronien spielen. Stimmt, jetzt wo Blacker da ist, ne? Wollen Utronien spielen. Ein Video machen. Next Dev Update when? Morgen. Morgen bitte. Genau, Video machen wir dann im nächsten Stream, von dem ich jetzt nicht sagen kann, wann er ist. Ich habe irgendwas von morgen im Kopf, aber ich weiß nicht mehr, was ich morgen machen wollte. Mein Hirn ist echt ein Sieb, ne? Ja, ich weiß jetzt nicht mehr. Helly, hatten wir morgen irgendwas angesetzt? Nein. Okay, dann war es was anderes. Weil ich das morgen wahrscheinlich gebrauchen könnte, weil ich morgen Mathe-Klausur schreibe. Avorion. Oh, wie um genau zu sein. Das bedeutet genauso der gleiche Umfang wie am Ende bei der Prüfung. Also stehst du abends dann auch bei Avorion auf der Matte? Ach, machen wir morgen Abend wohl Avorion? Weiß ich nicht. Ich würde fragen, weil mir vorgeworfen wurde, ich gucke ja nicht in die Steam-Gruppe, wo gefragt wurde, dass wir, wann wir das mir wieder machen. Paddy. Ja? Weil wer guckt in Steam-Gruppen? Sorry. Niemand. Ja. Ich gucke in Steam-Gruppen, wenn ich auf Steam online bin. Und das war ich die letzten Tage halt eher selten. Pass auf, er hat mir halt geschrieben auf Insta, ne? Ich habe noch keine Antwort bekommen. Ich so... Wann hast du gefragt? Was hast du gefragt?
Ich habe alles durchgeguckt. Ich habe WhatsApp durchgeguckt, ich habe Facebook durchgeguckt, ich habe Insta durchgeguckt. Alles durchgescrollt bis Montag, ne? Weil er sagte so, seit Montag warte ich auf eine Antwort. Ich so, wo hast du geschrieben? Ja, Teamgruppe. Ja, danke für nix. Was sind Steam-Gruppen? Ja, hat am Freitag geschrieben. Was sind Steam-Gruppen? Die danke, Doktor. Einfach. Die sind einfach da, damit du deine Steam-ID nicht von jedem Spieler holen musst, wenn du einen Server machst, wo du Steam-IDs eingibst. Dann kannst du einfach die Gruppen-ID nehmen. Dafür sind Steam-Gruppen da und nichts anderes. Was für ein Stream? Was mir gerade auch neu ist. Also, ey. Ist so. Nee, dann schreibe ich Panni nochmal an und frage, wie es morgen aussieht. Also vorausgesetzt, der Server ist jetzt doch nicht tot gemoddet. Weil und vorausgesetzt, der Tonin kommt nicht morgen raus. Also wegen dem Ukraine-Krieg verzögert sich Utonien wahrscheinlich noch bis Anfang nächsten Jahres. Ah, scheiß Putin. Zelensky war der Hauptdeveloper. Muss man aber auch, wo du gerade Developer sagst, ne, muss man halt sich auch mal vor Augen haben, dass viele Studios heute in Osteuropa sitzen, ne? Und dass in der Ukraine gerade hier zum Beispiel Picard heißt es, glaube ich. Ich habe das verstanden, Picard, ne? Da dachte ich, es gibt ein Game-Studio, das Picard heißt. Ah, welches waren das nochmal? Sehen. Die haben nämlich auch gesagt, dass sie halt nicht mehr arbeiten können, weil ihr Studio halt in Kiew beheimatet ist, war das, glaube ich. Und gecastelt war das, ja. Und die versuchen jetzt halt so mit kleinen Schritten voranzukommen, mussten aber halt ihre Server und sowas zurücklassen und halt das meiste Material und können deshalb nicht wirklich arbeiten. Das muss man sich halt auch mal vor Augen halten, ne? So, wenn halt irgendwie sowas passiert ist, können eure Games einfach abkacken. Weil keiner mehr der Erste, der eure Updates macht oder Fehler behebt. Ich wünschte, das wäre gerade die größte Sorge. Ja, aber ganz ehrlich, für Leute, die sich sonst nicht dafür interessieren, ja, das ist vielleicht ein Einstiegsgrund. Vor allem bei Leute, die sich sonst dafür nicht interessieren, da sehe ich dann schon, wie es dann so geht, ne, warum kann ich das nicht mehr online spielen, sollen die mal ihre scheiß Serverprobleme fixen? ja, sorry, Junge, da ist eine was weiß ich, wie viele Kilobombe da auf den Server gekracht. Ja. Geht halt nicht so einfach. Kfz-Hersteller haben auch ein Problem. Viele lassen ihre Kabelbäume in der Ukraine produzieren. Provozieren. Ich provoziere deinen Kabelbaum, Junge. Alter, willst du mich provozieren oder was? Ja, aber das, ich finde es bedenklicher. Oder ich. Das heißt, ich warte eigentlich nicht. Ich hoffe einfach, dass es nicht passiert. Aber ich warte jetzt mal ab, wie sich das mit den Lebensmitteln weiterentwickelt. Weil ja doch ein nicht ganz unerheblicher Teil von Getreide als auch Soja aus der Ukraine kommt bisher. Leider werden ja die ukrainische Farmer jetzt als Sonderspezialeinheit eingesetzt. ja. Und Russland hat ja den Export seines Getreides, glaube ich, nach Europa eingestellt jetzt. Ja. Dafür, zufälligerweise, hat China ja ganz zufällig seit Beginn des Ukraine-Krieges ganz schnell ein Importverbot für russischen Weizen aufgehoben. Ganz zufällig. Es war ja wohl schon sowieso irgendwie geplant und ganz zufällig ist, dass jetzt Russland finanzielle Probleme bekommt. China ist halt aber auch neutral in diesem Konflikt, deswegen haben sie auch bei den Vereinten Nationen für Russland gestimmt. Ganz ehrlich, es gibt keine Politik, die ich mehr bewundere als die chinesische Politik, weil es niemanden, keine Nation auf dieser Welt gibt, die so geschickt um alles drumherum schiffen kann oder Sachen so direkt benennt und trotzdem damit durchkommt. Zum Beispiel Taiwan. Die haben ja schon einfach mal gesagt, das ist schon länger her, die haben einfach gesagt, so ja, Taiwan werden wir wieder eingliedern. Weil die chinesische Provinz Taiwan. Die haben halt nur nicht gesagt, wann. Aber die haben halt schon mal angekündigt, das machen wir. Ja, bis 2030. Haben sie? Haben sie. Okay, wir haben immer so viel Zeit. Nee, und vor allem schaut sich ja China jetzt auch ganz genau an, was da in der Ukraine passiert und wie der Westen reagiert. Ja, ja. Das Ding ist nur, dass sich so ein Haufen pazifische Länder und die USA dafür ausgesprochen haben, dass wenn Taiwan angegriffen wird, dass Taiwan militärisch verteidigt wird. Und dann haben wir ganz schnell einen Weltkrieg vor der Tür stehen. Meist pazifistische Länder, Japan.
das pazifistische Land Japan, das inzwischen eine Armee hat, eine Inselkette der Russen beansprucht und darum gebeten hat, dass US-amerikanische Atomwaffen bei sich stationiert werden. Richtig. Ich komme immer noch nicht drauf klar, wie du Japan als so friedlich immer ansiehst. Ich? Eigentlich hieß es ja, dass nie wieder Krieg von japanischem Boden ausgehen soll nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Ja, sollte. Ja, wollte ich gerade sagen, also von uns sollte auch nie wieder was ausgehen, aber ne, Time Change. Ging es ja auch nie. Naja, also. Bundeswehreinsätze. Also Jugoslawien, Afghanistan, ja, das Irak. Obwohl, ne, Irak haben wir ja gar nicht unterstützt, ne? Nee. Was heißt Unterstützungseinsätze? Jugoslawien war ein aktiver Angriff der NATO. Oder Eingriff der NATO. Diese angeblich Überschallrakete ist laut US und britischem Geheimnis in den Bauernhof eingeschlagen, nicht in ein Munitionslager. Weiß ich nicht, wer hat das Munitionslager gesagt? Waren das die Ukrainer, die gesagt haben, war ein Munitionslager, oder waren das die Russen? Ja, wahrscheinlich waren es die Russen. Ja, muss nicht sein. Die Ukrainer können halt auch sagen, das wäre ein strategischer Schachzug, dass sie einfach sagen, ja, Munitionslager wurde getroffen und es wurde nicht getroffen. So, dann denken die Russen, sie haben es kaputt gemacht und schießen keine weitere Rakete drauf. Wäre smart. Ich glaube eher, dass die Russen das gesagt haben, um sowas rechtfertigen zu können. Ja, aber wir haben so viele Falschmeldungen, die ja kursieren. Zum Beispiel haben die Ukrainer halt auch gesagt, sie hätten eine Fregatte beschädigt, die dann irgendwie 3 Tage später komplett unbeschädigt in den russischen Hafen eingelaufen ist. Russian Warship, go fuck you! Boah, die das fand ich geil. Die haben Eier, aber sind halt alle tot, ne? Richtig. Die Russen waren das, ja, okay. Hm. Ist viel geiler fand ich, dass gut, die Russen hat, ja. Achso. Ja. Erzähl. Viel geiler fand ich, dass ein russisches ein russischer Zerstörer einen russischen Kampfheli abgeschossen hat mit Friendly Fire. Friendly Fire. Ja, shit happens. Ich will ganz kurz hier, ich wollte eigentlich 2 andere Sachen noch sagen, aber einmal auf von Lucifer. Hat er geschrieben, meiner Meinung nach wird der Dritte Weltkrieg eh nicht lange dauern. Wenn einer die erste Atombombe losschickt, dann fliegen alle zur Verfügung stehen. Nein! Du musst nämlich unterscheiden zwischen taktischen Nuklearwaffen und den ganz großen zerstörerischen Nuklearwaffen. So, die taktischen sind meistens die kleinen. So, die machen nur, keine Ahnung, die löschen halt eine Armee aus oder einen Stützpunkt oder sowas. So, die ganz großen Dinger, die wirfst du auf Städte. So, und da gibt es einen riesen Unterschied. Willst ja, wir wissen ja, was Atomwaffen auslösen. So, das heißt, es ist in keinem Land macht es irgendwie Sinn, dass du eine Stadt von einem anderen Land auslöscht. Außerdem, also zum einen ja halt genau, dass da die ganze Industrie sitzt und so weiter. Mhm. Und ich habe die Hoffnung, dass in den ganzen Köpfen aller Weltköpfe, sage ich mal, also aller Anführer der Welt, von irgendwelchen Ländern und so weiter, dass die alle wissen, bei Atombomben, wer zuerst schießt, stirbt als zweites. Ja. Weil sobald eine große Bombe geworfen wird, gehe ich sehr stark davon aus, dass niemand anders sich dann noch zurückhält. Ja, auch das auch. Dann vielleicht noch verurteilt und dann wird das aber dann wahrscheinlich auch auf taktische begrenzt sein. Auch bei den Großen glaube ich nicht, dass dann sofort alle wie blöd auf ihre Knöpfe drücken. Vergeltungsaktion. Kommt drauf an, wer beschossen wird, was für ein Ausmaß das hat, ob es nur, ich nenne es jetzt mal Drohaktion war, dass das Ding irgendwo in relativ leerem Raum abgeschossen wurde, nach dem Motto, so, ja, wir machen jetzt richtig ernst und nicht auf eine Stadt gezielt wurde zum Beispiel. Schwierig, auch da gibt es zu viele Faktoren, das kannst du einfach nicht so. Wobei die richtig großen, da brauchst du nicht mehr sonderlich ziehen. Ja, aber ich sag mal, wenn du auf Brandenburg abwirfst, triffst du auch nicht viel, ne? Vor allem nicht viel Wichtiges. und was ich übrigens noch sagen wollte, es gibt eine sehr interessante Videoreihe vom Panzermuseum Munster, glaube ich, ist das gewesen. Da hat einer eine mehrteilige Reihe gemacht und erklärt zum Beispiel, warum die Russen so hohe Verluste haben. Und das fand ich richtig interessant. Kurz zusammengefasst, die Russen haben ja immer noch ihre T-Panzer in der Ukraine eingesetzt. Ukraine auch übrigens, weil die dieselben Modelle, also nicht dieselben exakt, aber ne, so von derselben Serie und alles benutzen. Und Haupteinsatzpanzer ist der meistens zerstörte Panzer weltweit. Und das nicht, weil er so viele Kriegseinsätze hat. Pass auf.
Und da hat er gesagt, es ist der Grund, und da sind sich anscheinend jetzt auch inzwischen viele Experten einig, dass die Russen immer noch eine Sowjetdoktrin verfolgen. Und die heißt Masse statt Klasse. Die Sowjets produzieren einfach ein, also produzieren nicht ein Panzer, sondern die produzieren mehrere Panzer. Der Westen produziert Panzer, die müssen gut sein, die müssen lange durchhalten, viele Feinde abschießen, dabei möglichst die Grube schützen. Alt in allem muss der Einzelpanzer für den Westen top sein. Bei den Russen ist es eher, der Verband muss den Zweck erfüllen. Das Leben zählt nicht viel, aber der Verband muss sein Ziel erreichen. Die rechnen schon eine Verlustrate bei der Produktion und der Zusammenstellung der Verbände mit ein. Das heißt, der westliche Panzer kann so gut schießen und so viel schießen, wie er will. Irgendwann ist er umzingelt. Dann hat er auch verloren. Und das ist so ein bisschen die Doktrin, die die Russen immer noch verfolgen. Deswegen auch diese riesen Kolonnen und dieses massive viele Gerät, weil einfach der Gegner irgendwann sowieso überrollt wird. Es ist halt, es wird mit Verlusten schon kalkuliert. So. Ja, aber das ist jetzt erstmal ohne die Besatzung mit eingerechnet, erstmal nur materieller Verlust. Ja, aber auch die Besatzung wird als schon abgeschrieben. Ob das halt heute noch in den Köpfen der Menschen vertretbar ist, das ist was anderes. Ja, so. Aber was ich ja generell interessant finde, weil wir es ja vorhin auch nochmal hatten mit von der einen Seite heißt so, von der anderen Seite heißt so, laut Russland ist ja bisher auch nur ein Russe bei dieser Operation gestorben. Nein, 500. Russland hat seine Verluste bisher nur auf 500 betitelt. Oh, mein letzter Stand also war die offiziell und vier zugegeben. Generäle. Aber auch da muss man sagen, auch die Ukraine hinkt im Moment hinterher, weil die selber sagen, wir können keine verlässlichen Daten erhalten, aufgrund deren wir unsere eigene Verlustrate also definitiv beziffern könnten, weil einfach die Meldungen teils doppelt abgegeben werden, teils einfach nicht gemeldet werden, teils hat man keine Infos über Einheiten in einem Gebiet zum Beispiel. Bei den Russen wird das ähnlich sein. Das ist einfach die Kommunikation, die da gerade, das kannst du nicht. Genauso wie verlässliche Militäreinsätze. Da gibt es ja inzwischen, da gibt es ja Websites, wo Freiwillige drauf arbeiten, die Material sichten. Das gibt es zu Kriegsverbrechen durch die Russen, wo da gerade Material gesichtet wird, was auch mit jedem Tag mehr wird. Und immer muss das alte Material gegengeprüft werden, damit nicht neues, altes Material nochmal eingereicht wird, zum Beispiel. Das ist bei, wie gesagt, den Kriegsverbrechen, die sie gerade untersuchen. Das ist bei den Verlustraten, die sie gerade untersuchen. Das ist bei generellen Einsätzen, die sie gerade untersuchen. Es wird nicht leicht, das wird immer nur schwerer. Ich will gleich auch noch auf das eingehen, was Blacker gesagt hat. Aber vorher erstmal, also nur wollte ich es erwähnt haben. Ich glaube, dass die viele Probleme haben, das alles zu zählen. Aber wie viele russische Verluste gibt es laut der Ukraine? Waren sie nicht bei 14? Waren sie nicht bei 14.000 jetzt? Also, oder meinst du für die Ukraine oder für die Russen? Für die Russen. Die Russen waren, sagt die Ukraine zumindest. Russische Verluste laut ukrainischen Quellen. 10.000 ist schon alt. 10.000 ist schon alt. Die sind, glaube ich, bei 14.000. Die Russen haben 1.500 Panzerfahrzeuge verloren. Alles Werte von der Ukraine, also mit Vorsicht zu genießen. Ja, klar, aber genauso halt auch die Werte von Russland. Und deswegen sage ich, dass das halt alles mit den ganzen Werten nicht nur ist, dass irgendwas doppelt gezählt wurde oder so oder jemand das nicht durchbringen kann, sondern eine Differenz zwischen, wir nehmen jetzt einfach mal die 10.000, egal wie aktuell sie sind oder nicht, eine Differenz von 10.000 und 500. Also entweder ist das ein riesengroßer Bluff seitens der Ukraine. Was auch logisch wäre, weil gute Propaganda und man muss die Moral im eigenen Land hochhalten. Klar, ich finde es zum Beispiel sehr kritisch, dass die Ukraine kontinuierlich Bilder und Videos von Kriegsgefangenen verbreitet, was ein Bruch der Genfer Konvention ist. Es ist verboten, Bilder von Kriegsgefangenen zu verbreiten. Gut, ich will jetzt nicht in den Whataboutism abdriften, aber Videos, in denen die einfach nur so ein bisschen Propagandaschnipsel machen und sagen so, hier, guck mal, der Russe hat da überhaupt keine Ahnung, wo er reinläuft oder sowas. Und dann das, was Russland veranstaltet, weiß ich jetzt nicht, ob ich mich so dafür interessieren würde, ob da Videos von Kriegsgefangenen. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Video gesehen, da haben ukrainische Soldaten ein paar russische gefangen genommen und die mussten vor der Kamera ihre Nummer sagen, ihre Einheit zugewiesen, ihre Zugehörigkeit sagen, welchen Zug und welche Armee, welcher Oberbefehlshaber und so. Hab ich, glaub ich, auch und gesehen. Dann haben die auch tatsächlich auch von ihm ein bisschen befragt und haben auch gesagt, dass die
angelogen wurden von ihren Offizieren. Die wurden zu einem halt zu diesem Militärmanöver nach Weißrussland geschickt und dann von einem auf den anderen Tag gesagt, los, marschieren, rein da, Angriff. Die wollten das alle nicht. Also die da gefangen wurden. Also generell kannst du mir sowieso nicht sagen, dass heute irgendwer, selbst viele in Amerika, nicht so selbstständig denken können, dass sie, wenn sie den Befehl kriegen, in ein anderes Land einzumarschieren, sich nicht erstmal fragen, so, was jetzt vielleicht aus dem Ruder? Die Frage ist halt, hintergehst du dann deine Befehlsstruktur und gehst dagegen auf? Oder bist du in dem Augenblick, was sehr viel wahrscheinlicher ist, bist du einfach so verunsichert und du bist ja auch darauf gedrillt worden, deine Befehle zu befolgen. Ne? Denen wurde ja nicht mal gesagt, dass sie in den Krieg ziehen. Das ist genau. Ja, das meine ich doch. Du bist. Frage wie du bist, mit der Wehrmacht früher. Nein, du na, auch das ist alle mit rein. Nein, das ist würde ich nicht so vergleichen, weil auf Helly nochmal einzugehen. Du hast ja trotzdem, also du weißt zwar nicht, wo du reinläufst, aber du kriegst das dann ja mit. Und dann bist du aber trotzdem, du weißt als einfacher Soldat nicht, was abgeht. Du weißt nicht, was in den oberen Ebenen vorher abgegangen ist. Vielleicht denkst du dir auch, um es dir selber halt gut zu reden zum Beispiel, kannst du dir auch einfach denken, so, ja, dann gab es bestimmt irgendwie Provokationen von der einen Seite und jetzt ist der Konflikt irgendwie das Mittel. Du weißt ja nicht, was oben alles passiert ist. Du kriegst ja nur als Letzter in der Kette, der als Erster vorne stehen muss, die Befehle. Ja, richtig. Und deswegen bekommen die Soldaten auch eingetrichtert, dass sie Befehlen ohne zu fragen folgen sollen. Was halt nachvollziehbar ist bei Geheimoperationen oder so und sowas alles. Aber was der wurde ja nicht nur einfach nicht gesagt, dass sie da einmarschieren, sondern dann, als sie halt mal gemerkt haben, dass die da zurückschießen, dass denen dann gesagt wurde, ja, das sind alles Nazis, die sind alle drogenabhängig, das sind keine Menschen mehr, dass halt genau das Gleiche gemacht wird, wie seitens der Sowjetunion damals oder seitens der Nazis, dass gesagt wird, die, gegen die ihr kämpft, sind keine Menschen. Dadurch ist diese Hemmschwelle, die du da hast, wenn du irgendwen erschießt, drastisch gesenkt. Ja. Und man muss alles vorsichtig genießen, was momentan aus der Ukraine kommt, egal von welchen Quellen. Und ich habe bisher wenig Material gesehen von irgendwelchen ukrainischen Soldaten, die Kriegsverbrechen begehen. Kann vielleicht daran liegen, dass wir hier in unserer westlich privilegierten Welt davon nichts mitkriegen. Aber dafür umso mehr halt von russischen Seiten, wie zum Beispiel ein Video, wo man sich streiten kann, wie das ist, aber wo du dir inzwischen denkst, ja, das kann so passiert sein, wo russische Soldaten bei ihren Familien angerufen haben und so gesagt haben, ja, ich habe da gerade einen Laden ausgeraubt. Ja, das hab ich auch schon. Dann kam da eine Gruppe von Zivilisten und die wollten, dass wir gehen und dann sind die aber alle wieder weggegangen. Naja, wir konnten die ja nicht einfach so ziehen lassen, die hätten ja unsere Position preisgegeben, also haben wir die einfach alle erschossen. Wo dann als Antwort nur noch kam, ja genau, schießt sie nieder, diese dreckigen Nazis. Ja, also wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, wobei man sagen muss, was den Propagandakrieg angeht, hat die Ukraine ganz weit die Nase vorn, ne? Ganz, ganz weit. Ja, alleine mit Zelensky. Ja. Zelensky hat mich echt überrascht. Hey. Hi. Kader hat sich gegen die Tür gelehnt und wirst du natürlich sofort wieder gegen das Lego getitscht. Da habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Propaganda. Zelensky. Ja, ich weiß, ich weiß, dass ehemaliger Schauspieler ist, deswegen ist er also gut in seinem Job jetzt gerade in diesem Augenblick. Also da mehr profitieren kann man nicht. Ja. Das wollte ich gar nicht sagen. Achso, was ich noch sagen wollte, genau. Da ist natürlich immer auch die Frage, wo wir noch zum Thema mit, du wirst da reingeschickt, hast keine Ahnung. Vor der Ukraine-Invasion gab es ja schon seit 2014 ja diesen Konflikt und es ist für mich, ich weiß halt nicht, die anderen Dienste, was jetzt alles gesperrt wurde oder verboten wurde oder was auch immer, hat ja vorher noch funktioniert. So, ne? So, Facebook, Instagram. Das heißt, du hast ja trotzdem als russischer Bürger die Möglichkeit gehabt, es sei denn, und mir ist nicht bewusst, dass Russland Internetsperren eingeführt hat, wie China zum Beispiel.
Du hast als russischer Bürger trotzdem noch die Möglichkeit gehabt, dir die Infos aus der Welt zu holen. Ne? Das heißt, dass wenn du jetzt plötzlich dastehst und auf einmal sagen die alle, ja, das sind alles Nazis, so bla bla bla, und du hast vorher aber irgendwie so einen ganz anderen Input bekommen, dass du dir dann doch vielleicht auch mal denkst, so, was? Ja, okay. Und, ja, und ein so gestellter Mensch schon, aber na, das, ja, aus einer anderen Kulturhemisphäre stammender Mensch betrachtet in dem Fall diese Medien jetzt aus unserer kulturellen Hemisphäre die Information mit anderem, ja, mit anderen Augen als das, was er da mitkriegt und vor allem, was ihm dann von seinen Offizieren und so gesagt wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel, was sehe von irgendwelchen russischen Medien, gehe ich da prinzipiell mit einer stärkeren Skepsis dran, als mit welchen von europäischen Medien. Bei amerikanischen Medien bin ich genauso. Da hatte ich mir letztens einen Artikel durchgelesen, ich glaube, es war die New York Times, wo irgendwie jeder zweite Satz war, ja, wir haben damals viel besser gekämpft und die haben jetzt schon so viele verloren, wie wir in 3 Monaten Iwo Jima und wir waren so viel besser und ja, die haben da auch was verloren und wir waren damals besser. Das ist halt krampfhaft zu lesen. Aber ich stimme da Josh zu, dass für die da jetzt in Russland auf die Straße gehen und so weiter, für den Großteil der Bevölkerung sind das dann vielleicht die Leute, die für uns hier gerade die Querdenker sind. Ja. Wo man dann sagt, oh, Verschwörungstheoretiker, oh, das kann doch alles gar nicht sein. So. Da die Medien sagen das, da der Wissenschaftler aus Russland sagt das, da der sagt das, das kann doch alles gar nicht sein und so. Deswegen, also das Einzige, was den Ukrainern, glaube ich, gerade helfen kann, wäre ein Putsch von innen seitens der Bevölkerung, aber es wird nicht passieren. Aber der größte Teil der Bevölkerung ist immer noch dafür und findet das gut. Laut einiger Umfragen unter den Russen selber, beziehungsweise unter den jungen Russen, die YouTuber durchgeführt haben zum Beispiel, sehen die das Problem darin, dass die Alten einfach noch zu sehr vom Fernseher sitzen. So. Die alte, große Bevölkerung sitzt zu sehr vom Fernseher und kriegt deshalb nur die gefilterte Information mit. Die kennen sich nicht im Netz aus und die wissen nicht, wie sie an andere Infos kommen. Und es ist doch diese Sowjetmentalität da. Ja, der Untergang der Sowjetunion ist jetzt verhältnismäßig noch nicht so unendlich lange her. Erinnere mich mal im Stream dran, wenn wir die Videos gucken, dass ich das Video mit reinnehme, weil der YouTuber aus Russland, der die Umfragen auch gemacht hat, da kannst du richtig schön diesen Unterschied zwischen alt und jung sehen, wo er dann halt auch im nächsten Stream, wo er dann halt gefragt hat, so, wäre es gut, wenn die Sowjetunion wieder kommen würde. So, und die Alten dann halt immer so erst rumgedruckst, aber letztendlich dann halt so, nicht alles schlecht, ne? Und die Jungen alle so, nö. Ja. Alles kacke, nö. Das Ding ist halt auch, da spielt nicht nur diese alte Sowjet-Mentalität mit rein, sondern auch noch diese immense Siegermentalität. Ich weiß nicht, habt ihr mal so Paraden von denen gesehen, vom Victory Day? Ja, ja. Aber das ist da alles nochmal mit rein. Ja, pass auf, aber das sind zwei Sachen, die ein bisschen entgegenarbeiten. Zum einen, dass man sich immer noch als der große Ficker vom Zweiten Weltkrieg darstellt. Zum anderen, zum anderen aber, dass man eigentlich sich eher als der große Verlierer vom Kalten Krieg sieht, weil das eigene Reich in Anführungsstrichen ist zerbrochen und zwar massiv. So, das heißt, du hast zwar noch dein Riesenreich, aber, und das hatte, wer war denn das nochmal? Auch ein anderer YouTube-Kanal hatte das sehr schön zusammengefasst. Die haben das gleiche Problem, was wir damals hatten, wo es 2 Weltkriege gebraucht hat, damit wir diesen Komplex nicht mehr haben. Dass man schon groß ist, aber man fühlt sich trotzdem doch irgendwie noch zu klein. Und das, finde ich, beschreibt Russland sehr gut. So. Dass man sich von Ländern wie der Ukraine bedroht fühlt. Von der Größe auch her. Und ich muss an diese Karten denken. Russland, größtes Land der Welt, fühlt sich von der NATO bedroht. Und dann diese ganz kleinen Stellen angestrichen, wo Russland an der NATO angrenzt. Und dann als Vergleich gezeigt, dass ja Ukraines Befürchtungen alle so unbegründet werden, gezeigt,
von wem Ukraine gerade bedroht wird. Das hast du oben drüber Belarus, da hast du daneben mit einer 2000 Kilometer weiten Grenze Russland, dann hast du weiter unten noch genau Transnistrien, wo 2000 russische Truppen oder so stationiert sind. Dann das mit der Krim. Du hast die Krim. Da gibt's, da gibt's auch noch Militärverhältnisse. Also, da gibt's auch noch ein anderes Video zu, dass Russland zum Beispiel eigentlich noch ein Kolonialreich ist. Finde ich auch richtig gut erklärt. Weil, wenn du dann von den Anfängen Russlands und wie klein Russland eigentlich ursprünglich war, dann alles mit reinnimmst, wie Sibirien dann halt unter Iwan dem Schrecklichen erobert wurde und hat seinen Beinamen ja nicht umsonst, ne? Und was dann alles noch nach und nach immer einverleibt wurde, ist Russland ja eigentlich, Russland an sich ist ja eigentlich so irgendwo bei Finnland, so die Ecke. So Sibirien ist ja eigentlich dieser eigentlich riesige Rest, der Russland ausmacht. Sibirien ist eigentlich Sibirien ist so riesig. Grob alles hinter dem Ural. Ja, weil genau. Das war ja so das, ja, das Ding, das Ural war ja hinter so das Ural wollte. Grenze. Genau, und das ist, wie gesagt, das ist Sibirien. Russland, dieser kleine Teil davor. So, und alles, was Russland dann als Zarenreich sich nach und nach gesnackt hat, diese Leute sind ja auch nicht freiwillig dazugekommen. Das wurde ja unterworfen. So, wobei in dem Sinne hat Russland halt hat nur die Nachbarländer kolonisiert, wogegen andere Reiche dann halt sich irgendwo auf anderen Weltstücken vergnügt haben. Nur im Gegensatz zu Russland sind diese anderen Kolonialreiche dann halt nur noch irgendwann später zerbrochen und ihre Mutterländer in Anführungsstrichen geschrumpft, wogegen Russland sich die meisten Kolonien halt weiterhin bewahren konnte. Also Russland ist eigentlich immer noch ein Riesenkolonialreich. Wahrscheinlich inzwischen sogar so weit, dass sich die Leute da halt als Russen sehen. Ja, und da kam auch ein interessanter Fakt, den hatte ich halt auch vorher nicht gewusst. Deswegen hatte ich vorhin, glaube ich, auch mal, ja doch, vorhin war das, glaube ich, wo ich gesagt hatte, dass der Putin und Stalin, der eine ist halt ein Minderheitenversteher, der andere nicht. Stalin hat tatsächlich sehr zum Frust vieler Russen damals eingeführt, dass die ganzen Sowjetprovinzen in ihrer Heimatsprache, zum Beispiel Georgien nur in Georgisch und sowas, dass das alles da gelehrt wird und die auch ihre eigenen Ministerien und sowas stellen. Und das hat er halt so weit getrieben, dass irgendwann er keine andere Wahl mehr hatte, weil alle anderen so angepisst waren, weil die Russen auf einmal in der Minderheit waren oder sich in der Minderheit gefühlt haben in der sprachlichen, dass er dann durchsetzen musste, dass Russisch gelehrt wird, überall. Abstrakt, ne? So ein Typ mit Gulags und sowas und der hat sich halt immer Minderheiten, ja klar, hier, komm, eure eigene Sprache, klar, müssen wir erhalten. Hier, an jeder Schule, ne? Eure Sprache wird gelernt. Ja, um die Moral hochzuhalten. Und die, ja, wir sind fit mit dem, was du tust. Glaub ich nicht, also Stalin war ja auch Georgi, der war ja auch kein Russe. Ja, aber wenn du Leuten ihre eigene Kultur quasi lässt und sagst, okay, macht so weiter wie bisher, finde ich cool, dann ist deren Unterstützung für das Große und Ganze höher, als wenn du sie komplett unterdrückst und ihrer Kultur und ihrer Sprache beraubst. Richtig. Ja. Ich wollte übrigens an dieser Stelle, es tut mir leid, ich hätte es gerne nochmal vertieft, aber ich muss an dieser Stelle den Stream beenden. Es ist gleich 23 Uhr, es ist viel zu fucking spät für mich. Ich muss noch mein Essen machen. Wir können das gerne mal anders nochmal ausdiskutieren und tot diskutieren. Ich bin auf die Atombomben eingegangen. Scheiße, jetzt habe ich vergessen, was ich nochmal sagen wollte. Gott sei Dank, weil das wäre ein explosives Thema gewesen. Heutige Wettervorhersage. Ja. Das Wetter wird bombig mit einigermaßen hoher Wahrscheinlichkeit auf Pilzwolkenbildung. Niederschlag ist nicht auszuschließen. Nein, lass es, sonst kommen wir ins Hundertste. Deswegen sage ich Stream. Entschuldigung, dass es am Ende ausgeartet ist in was anderem. Ihr habt das Dev-Update beim Anfang gesehen. Vielleicht seid ihr bis jetzt rangeblieben, vielleicht auch nicht. Ja. Schön für alle, die dabei waren. Hat mich gefreut. Und wir sehen uns dann im nächsten Stream. Oder halt in einem halben Jahr beim nächsten Dev-Update. Man weiß es nicht, ne? Zwinker, Zwinker, Plakat. Bisschen Druck aufbauen. Aufbauen. Ja, und genau, ansonsten wünsche ich jetzt schon mal eine gute Nacht oder wann auch immer ihr das Video seht. Guten Tag. Bis dahin würde ich sagen, Tschüssli Müsli und genau. Nächstes Mal mache ich mit.
Boah, ey, es wird so ein voller Discord und keiner versteht den anderen, weil alle auf einmal reden. Oh. Na. Tschüss. Bye. Ciao. So.